Hallo, liebe Leute. Willkommen. Oh, man sieht mich gar nicht. Komm mal so rum. Hallo, liebe Leute. Willkommen zu einem weiteren Livestream hier bei den Breaking Heads. Ihr merkt, ich bin noch ein wenig krank. Und auch Malte ist ganz schön im Arsch vom Wochenende. Der hat dieses Wochenende in Holland das Team Germany gecoacht und hat mit denen den zweiten Platz erspielt gegen ein All-Star-Team mit belgischen, britischen, amerikanischen Topspielern gegen Belgien, Frankreich, Island und noch viel mehr. Deswegen werdet ihr heute nur mich hören und das auch noch ein bisschen rau und ja, nicht so lange. Ich hoffe, euch geht es trotzdem gut. Ihr könnt mich gut verstehen. Diese Einstellungen sollten hier noch alle richtig sein, genau. Und ja, heute gibt es auf jeden Fall für euch die Turnierergebnisse vom Wochenende. Ganz normal wie sonst. Wie sonst auch. Und es gibt ein dickes Preview zu dem Fireback Open 2024. Das ist das dritte Fireback. Das ist jetzt schon wirklich Tradition, dass in der Nähe von Karlsruhe ein richtig großes Turnier im. Ich glaube, bisher jedes Mal im März war es, stattfindet. Und auch diesmal ist ein dickes Major geworden. 6 Runden, fast 160 Personen. Da schauen wir uns nachher ein bisschen an, wie jetzt, ich sag mal so zur Hälfte dieses Balance Starter Slate sich die Armeeverteilung angeschaut haben. Ich habe mir für jede der meistvertretenen Fraktionen mal euch eine Top-Liste rausgesucht. Es wird auch Favoriten geben, aber da wir Malte heute nicht haben und Malte der Experte ist, was Favoriten und vor allem Spieler Prognosen angeht, wird das Ganze heute ein bisschen kürzer ausfallen. Ihr hattet euch aber auch zur anderen Stelle schon mal gewünscht, mit mal mehr Listen von Nicht-Top-Spielern oder von Nicht-Top-Fraktionen. Das heißt, die kriegt ihr heute ein bisschen mehr zu Gesicht. Ja, schreibt gerne mal in den Chat, ob ihr mich alle gut hören könnt. Ich habe heute sozusagen außer euch nichts sonst als Feedback. Und oh, warte, ich merke irgendwie gerade, dass. Und was mit YouTube nicht? Sekunde. So, und das ist gut, sagt er. Ich muss. Oh. Haha, der Stream war nicht auf nicht gelistet. Das ist ja Quatsch. Kein Wunder, dass mich hier niemand findet. Dann warten wir noch mal kurz, dass wir mal hier alle wirklich kriegen. Und dann steigen wir ein. So. Das machen wir mal hier eben weiter. Ja, wir waren leider uns nicht so sicher, ob wir heute streamen können. War auf nicht gelistet. Sorry. So. Jetzt live. Oh, schnell hier überall posten jetzt. Und wir posten das noch bei dem Fireback selber. Heute schauen wir uns die heute gibt. So, ja. Hallo, liebe Leute. Ich mache, glaube ich, das Ganze nochmal. Ihr werdet heute nur mich sehen und hören. Und nicht den Malte. Malte hat leider sozusagen alle Kräfte ausgeschöpft, um das Team Germany bei dem sogenannten Eurotrash-Teamturnier, ein richtiges Achter-Teamturnier in den Niederlanden mit, ich glaube, zehn Teams richtig gut im Teilnehmerfeld auf den zweiten Platz zu hieven. Der hat nämlich da den Coach gemacht, hat die Paarung gemacht, hat das Team super begleitet und geleitet. Und die haben ein richtig geiles Ergebnis eingefahren. Ich hoffe, ihr konntet zum Beispiel über den Team Germany Instagram-Account oder auch die Webseite whvdk.de auch ein bisschen das mitverfolgen. Wir sprechen da heute aber nicht drüber, weil Malte ist nicht hier. Malte ruht sich erstmal aus. Ich bin auch, wie ihr merkt, immer noch angeschlagen. Dieser Stream wird auch nicht so lange sein. Ich werde nachher auch keine Hobby-Updates machen. Ich werde versuchen, das Nötigste durchzumachen und so lange. Und zu gucken, dass ich nicht komplett im Arsch bin morgen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Oh, er wird auch direkt wieder voller.
Hallo Tirelli, hallo Raphael, hallo Kochi, hallo Don Pedro, hallo Holy, hallo Felix, hallo Stefan, hallo Raphael, hallo Olli, hallo Sushi, hallo Elementaria, hallo DJ Robstar, hallo Asuna, hallo Matthias, hallo Martin, hallo Eichi, hallo Sepp, hallo Kalbel, Christian, hallo Johannes, hallo Jan, hallo Valentin, hallo Retrum, hallo Nainizifer und hallo Frank. Schön, dass ihr alle da seid und vielen Dank für die gute Besserung. Genau, das vorab. Also heute Turnierergebnisse und Firebug Open Preview ohne Malte, nur mit mir. Ihr könnt gerne in den Hobby-Chat natürlich wie immer, in den Target Priority Discord, in unsere Chat dort eure Hobbyergebnisse teilen und die anderen Leute bestaunen lassen. Ich werde mir die nachher nicht anschauen, weil ich mich heute schonen muss. Hallo Goritsch, schön dich auch zu sehen. Nichtsdestotrotz sollt ihr heute auch für dieses Major wieder das volle Paket bekommen. Es wird nachher auch unseren typischen Glücksrad geben. Ich mache schon mal eine kurze Ankündigung, weil nächste Woche haben wir für euch ein sehr dickes Glücksrad. Und das machen wir dann passend zum, wie heißt das Ding? Ja, zum Review dann vom Firebug Open. Wo habe ich das denn hier? Da. Oder auch nicht. Eine Sekunde. Da haben wir es. Wir werden heute, und genau, ihr kennt das, wenn ich ohne Malte hier bin, dann müsst ihr mich sozusagen umso mehr im Chat unterstützen. Schon teilen, da. Und zwar, genau, das wird es nächste Woche auf dem großen Glücksrad zu gewinnen geben. Natürlich wie immer in Deutsch oder Englisch, je nach Wahl. Also seid auf jeden Fall dabei nächste Woche, wenn wir im großen Glücksrad, jetzt muss ich die Kamera ein bisschen machen, im großen Glücksrad eine, wie heißt sie, Hunters Crude Hunting Pack Box für den neuen Tau-Kodex auf dem Stream hier verraffeln werden. Das wird richtig fett. Schaut dann wieder auf jeden Fall auch wieder rein nächste Woche zusammen mit Malte dann und mir, wenn wir das Firebug Open nachbesprechen und wahrscheinlich auch ein bisschen über das Eurochash-Turnier sprechen. Genau, wir streamen nicht das Firebug Open. Nein, das tun wir nicht. Wir streamen, das könnt ihr tatsächlich hier irgendwo sehen, da. Die folgenden Turniere, die in Breaking Heads dabei haben. Das Corsair Open am 10.05., das German Super Major am 8.06., das Salzburg Major direkt in Österreich hinter der deutschen Grenze in Salzburg am 29.06., das Huxley's Open am 24.08. in Berlin und das Raccoon Rumble am 8.11. in Hof Bayern. Ja, Target Priority streamt. Danke, Matthias. Ich hatte noch versucht, das herauszufinden. Ja, die streamen und dazu packe ich auch direkt mal einen Link in den Chat, damit alle finden. Genau, die haben letztes Jahr auch gestreamt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, geht auf jeden Fall mal bitte vorbei. Mal einen Link, ein Abo, ein Abonnement bei dem bei Target Priority vorbei lassen. Ich werde auch jetzt mal Livestream von Target Priority open. Das ist ja sofort jetzt auch in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr das später anschaut, könnt ihr euch das noch anhören. Matthias, es sollte nicht laggen. Vielleicht hat es gerade geleckt, weil ich zu viele Sachen aufmache. So, aber das war es jetzt auch schon mit den Ankündigung, wie gesagt, nächste Woche großes, großes Glücksrad. Und jetzt gehen wir zu den Turnierergebnissen von, noch nicht ganz. Nochmal kurz, wir gehen jetzt sofort gleich zu den Turnierergebnissen. Nochmal kleiner Hinweis: Ihr wisst, wir haben die ganze Zeit die Bundles schon seit den German Finals für euch zusammengestellt bei unserem Sponsor Games Island. Findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Und das sind richtig dicke Pakete, weil da kriegt man ordentlichen Rabatt auf eine komplette Turnierarmee. Wir gucken, dass wir euch die
Turnierarmeen, mit denen Turniere, unsere großen Majors hier in Deutschland gewonnen worden sind. Also wirklich auch welche, die zugeschnitten sind auf die Turnierbedingungen hier vor Ort, nicht irgendwas von weit weg und so weiter. Und wir schauen, sind die aktuell, kann man die noch spielen, wie sind die outdated, und wenn sie outdated sind, nehmen wir sie da runter. Wenn die outdated sind, nehmen wir sie wieder runter, damit man quasi keine Fehlkäufe macht und sagt, oh, ich habe jetzt eine Armee gekauft und die ist eigentlich schon seit 2 Monaten outdated und bringt im aktuellen Turniermeter gar nichts so, weil wir müssen ja auch immer bedenken, dass es natürlich auch eine Weile dauert, bis man die dann umgesetzt hat. Leute, sagt mir bitte nochmal, ob ich weiter laggt. Es sollte jetzt eigentlich nicht mehr der Fall sein. Wenn doch, dann muss ich gleich mal nach Problemen lösen. Olli hätte gerne noch mehr Elder Bundles. Ja, das Elder Bundle von mir, von den German Finals, ist natürlich drunter, weil das ist natürlich das beste Beispiel, weil halt diese Liste einfach überhaupt keine Liste mehr ist, die man im aktuellen Turniermeter spielen kann. Allerdings gibt es auch schon andere fiese Elder-Listen, die ihr euch sicher auch, auf die ich alle total freut, gegen die zu spielen, über die wir ein bisschen in unserem letzten Video, nämlich dem Faction Ranking, gesprochen haben. Da warten wir aber auch erstmal ab, bis dann wir wirklich die erfolgreichen Listen haben und die dann euch präsentieren können. Und entweder, also, wenn das zu lange dauert, Olli, dann müssen wir halt auf Turnieren Elder spielen. Aber wie gesagt, wir wollen es immer sehr nah wirklich auch an dem Turniergeschehen machen. Ich glaube, wir. Im Laufe der Season haben wir auch sicher immer mehr Fraktionen drin. Also jetzt sind es ja gerade 10 Bundles, die wir hier haben. Okay, aber genug Werbung. Und dann gehen wir jetzt zu den Turnierergebnissen vom Wochenende. Wir hatten ein erstes ATT, ein Eintagesturnier in Baden-Württemberg. Das vierte wie Conquest. Da wurden 3 Spiele von 14 Personen gespielt. Und an gewonnen hat das ganze Ding der Andreas Schneider von K2E2 mit Necrons in dem Detachment Kanapdeck Court. Das ist eine Liste mit nur 12 Wraiths. Ihr seht das auf der rechten Seite natürlich. Aber 3 Counter-Attack Doomstalkern. Sozusagen für den Grundstock kennen wir das natürlich von vielen Listen, die wir gesehen haben. Erfolgreich sind von Valentin Schäfter gespielt. Aber hier quasi die Erinnerung: nicht 18 Phantome, sondern nur 12. Und damit hat man noch genug Punkte, um noch einen dritten Zetan reinzukriegen. Ihr seht das da ungefähr in der Mitte. Das ist nämlich der transzendente Zetan. Das ist der, wenn er advanced vorrückt, teleportieren kann. Also hier hat man quasi nochmal mehr Half-Damage, Phenopain, heilende. Schwer zu tötende Typen, und zwar auch einen, der sehr schnell unterwegs ist, man einfach im Gegensatz zu den anderen nicht nur 6 Zoll, sondern einfach mal über die ganze Karte bewegen kann. Und damit hat er 15-5 gegen Orks, 15-5 gegen Edari und 14-6 gegen Chaos Knights gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Andreas, starke Liste. Wir sehen das, Necron, nicht ganz so stark, wie wir am Anfang gedacht haben, auf jeden Fall für den, aber auf jeden Fall noch wirklich eine Liste, mit der man rechnen muss. Außerdem haben wir beim V-Conquest einen weiteren ungeschlagen, nämlich, ich sehe das jetzt diesmal nur ganz unten einfach, den Patrick, auch von Jahr K zu E zu, und zwar mit Tower Empires. Alle Turnier gibt es meines Wissens vom Wochenende sind übrigens noch vor dem Codex. Auch wenn da schon seit, keine Ahnung, Freitag oder so irgendwelche Scans durchs Internet rasen. Genau. Stoppt mich bitte im Chat, wenn ihr irgendwas ganz Bestimmtes nochmal wissen wollt oder kommentieren wollt. Ich versuche da möglichst viel drauf zu achten. Und ansonsten gehe ich ein bisschen schneller heute als durch, weil quasi ich alleine bin. Hallo Daniel, schön, dass du am Start bist. So, gucken wir uns die nächsten Turnierergebnisse vom Wochenende an. Da haben wir eine neue Turnierreihe, zumindest von was ich auf dem Schirm habe, auch wenn sie jetzt hier schon die dritte, das dritte Mal geht. Das ist das Hamburger Dunkle Tiefen in der dritten Ausführung. Wir haben es jetzt das erste Mal auf dem Stream, diese Turnierreihe. Freut mich, das hier zu sehen. Wurde auf Herald ausgeführt, kann ich sehr empfehlen. Eine gute Alternative zu BCP, die direkt in Deutschland bzw. sogar in Berlin hier bei mir um die Ecke entwickelt wird. Gewonnen hat das 20-Personen-Turnier dann der Erik Liegert, und zwar mit Chaos Knights. Ihr seht es auf der rechten Seite, da war ein Warlock Stalker, den muss man mitnehmen, weil wir einen Charakter brauchen. Dann 6-mal die Brigands, 5 Carnivore, die inzwischen ja ein ganzes Stück billiger geworden sind, also wir bei ganzen 12 Chaos Knights und 3-mal 3 Nörglinge. Klassische Liste, kennen wir so.
Genau, wo wir jetzt Daniel hier im Chat haben, also Daniel Konje, TO natürlich vom Fireback Open, schön, dich am Start zu haben, könnt ihr jetzt wahrscheinlich alle, am besten alle Fragen an Daniel schicken. Genau, so machen wir das, Ben. Mit diesen Chaos Knights hatte Erik einmal Eldari richtig 20-0 besiegt, dann gegen Space Marines 20-0, das waren tatsächlich, welches Detachment war das denn? Habe ich nicht mehr auf dem Schirm, auf jeden Fall hatten die keine Chance gegen die Chaos Knights in Hamburg. Und einmal 14-6 gegen Chaos Dämonen. Was ich ganz interessant finde, dass wir jetzt Chaos Dämonen hier an einem Finaltisch gesehen haben, wo wir ja Chaos Dämonen gerade überhaupt nicht weit oben gesehen haben in den letzten Monaten oder man muss was sagen, in dieser Edition. Weitere Ungeschlagene in Hamburg hatten wir nämlich einmal den Chris von der Liga der Competitive Gentlemen mit Tau und dann nochmal den Sebastian von Lone Wolf Tabletop mit Custodes. Herzlichen Glückwunsch, Erik, Chris und Sebastian. Und wir gehen weiter und gehen nach Bayern und zwar nach Erlangen. Da gibt es jetzt wieder ein EFC-Turnier und das ist jetzt das vierte, hatten wir ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Gewonnen hat das Ding das 20-Personen-Turnier, 22-Personen-Turnier, der Tobias Walter von Nine Inch Fails mit Astra Militarum. Warte mal. Das kann nicht sein. Ich bin auch so, wo ist die Liste? Das fehlt die Liste. Cool. Cool, Leute. Schauen wir uns die doch mal direkt an. Und zwar schauen wir uns hier da, die Liste an. Genau. Mit Astra Militarum hat das der Tobias gewonnen, nämlich mit einer Liste mit Gaun Scouts, mit Leontos in dem Platoon Command Squad, zwei Tank Commandern und die haben auch Demolition Cannons, also wie wir auch von den Space Marines, die Vindicators und auch den Chaos Space Marines immer mehr sehen, sehen wir, finde ich auch in den wirklich erfolgreichen Astralisten viel mehr Demolisher am Start. Hier ist Ursula Creed dabei, wir haben 10 normale DevCorp-Kompanisten, die wahrscheinlich einfach nur aus Stilgründen dabei sind, weil also Dev-Kompanisten sind eigentlich, oder Dev-Corps-Typen sind nicht unbedingt die besten Standardeinheiten bei den Astra. Da kann man auch einfach welche mit Scout nehmen oder welche mit Sticky Objectives. Dann haben wir hier, genau, 18 Bullgrins. Das wollen wir haben bei den Astra Militarum. Wir haben einen Höllenhund, einmal Kazakin. Tatsächlich nur einmal Kazakin. Kazakin, eine sehr starke Einheit, die durch die Mortal Wounds und auch den guten Meta-Beschuss und dadurch, dass wie die alle anderen Astrein, fast alle anderen Astrein auch immer wiederkommen können, sehr viel Wert für das Spiel haben. Aber hier nur einmal dabei. Ich glaube, das kann man auch mal noch mehr spielen. Aber man hat natürlich dadurch dann weniger Punkte für anderes Zeug. Gucken wir mal kurz, wofür Tobias hier seine Punkte noch ausgegeben hat. Für 3 Medusa Carriages. Alter Schwede, okay, also keine Manticore, keine Basilisken, aber dafür die Medusa Carriages, ein einzelner Scout Sentinel und eine Calidus Assassine. Sehr interessant, Eichi schreibt, er hat sogar damit Best Painted gewonnen. Ja, das würde ich sehr, sehr gerne sehen. Kann ich mir vorstellen, dass diese ganze Liste dann wahrscheinlich auch, also deswegen sitzt halt die Medusa Carriage, weil es halt wahrscheinlich als richtig original DevCorp Modelle sind. Sehr nice, freut mich auch sehr, dass man damit so stark aufspielen kann. Wenn ich das richtig aufschreibe, sind die Medusa Carriage auch immer noch ein Regiment. Das heißt, die können halt auch, wir haben bestimmte Synergien mit Stratagems, die man sonst nicht mit solchen Manticore hat. Also wir sehen hier richtig harte Feldkontrolle, richtig viel, was man da wegkriegen muss. Zweimal die Demolisher und einiges an Artillerie. Also eine rundum hervorragende Astra Militarum-Liste. Und mit dieser Astra Militarum-Liste Matthias findet das gut. Ja, Matthias, nee, ich finde das aber, ja, man kann auch W3 Modelle wiederholen. Aber die sind doch dann immer schon tot, wenn die 3 Modelle wiederholen müssen, oder nicht? Also das ist so meine Erfahrung. Aber klar, also ich meine, das sind 5 Punkte, das ist auch, also der Scout-Move ist halt auch nicht so stark, weil man gar nicht so zum Gegner will. Und auch das Sticky Objective ist vielleicht gar nicht unbedingt notwendig. Grundsätzlich kann man wahrscheinlich alle 3 spielen. Ich habe bisher nur die DevCorp am wenigsten gesehen, muss ich einfach so. Also ist einfach meine Erfahrung bisher. Genau, mit diesem Astra Militarum, ignoriert es einfach mal auf der rechten, was auf der rechten Seite da steht, das ist die Liste von der Woche
davor. Gegen Southsands 15-5, gegen Tau 15-5 und 20-0 gegen World Eaters. Genau, Paterie sagt, er mag den Infantry Squad für Cover. Ja, Cover ist auch cool. Ich meine, man hat in der 10. Edition halt super viel Cover, aber Cover im Offenen haben ist auch nett. Und ja, genau. Ich glaube, da kann man, ich glaube, das ist so ein bisschen, da kannst du das eine oder andere nehmen. So viel Unterschied macht das am Ende dann nicht. Und jeder als Astra-Spieler musst du halt ganz genau wissen, was willst du gerade mit dieser Einheit machen? Und dann willst du vielleicht gar nicht unbedingt das kopieren, was irgendwer im Internet benutzt hat. Jo, also das waren die Matchups, das war die Liste von Tobias. Herzlichen Glückwunsch, Tobias, für den Turniersieg in Erlangen. Außerdem Jens Gottfried auch noch ungeschlagen von Eternal Fury mit Jeansteader-Kult. Jeansteader-Kult sehen wir richtig wenig, aber umso cooler zu sehen, dass wir auch da jemanden mit 3-0 sehen. Herzlichen Glückwunsch. Dann gehen wir mal weiter. Paul würde gerne die GC-Liste sehen. Jo, können wir mal machen. Auch wenn ich es nachher bereuen werde. Hier die GC-Liste, die das tun, die auch ungeschlagen ist gegangen in Erlangen, ist eine nur zwei Primus, also nur zweimal die vollen Rerolls. Dafür drei Saboteurs, die die indirekte Waffe haben und vor allem die Mortal Wounds schmeißen. Dann haben wir 10, 10, 10, 30 Akolyten, 20, 40, 60, 80, 100 Neophyten. Mehrheitlich mit Seismic Cannons, alle mit Seismic Cannons und zwei Achilles Ridgerunner. Da ist nicht viel Trickserei drin. Ich würde sagen, das ist die macht am meisten Schaden, weil es einfach so viele Neophyten sind und zweimal Ridgerunner für zweimal den extra AP. Und wenn wir hier ganz oben gehen, haben wir halt auch noch die Mortal Wounds. Ja. Musst du auch erstmal wegkriegen. Das ist jetzt nicht gerade das Meta, dass die Leute sich darauf einstellen. Wie viel hatte ich gezählt? 100? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 130 Typen, die wiederkommen auf die, keine Ahnung, 2 plus, 3 plus noch irgendwas. Muss man auch erstmal wegkriegen. Übrigens, wichtig gegen GC, sie haben keinen Fallback und Shoot, deswegen einfach mal abbinden. Tatsächlich kann man dann immer sehr viel Schaden wieder rausnehmen bei denen, weil sie halt überhaupt nichts machen, diese ganzen Truppen, wenn die im Nahkampf gebunden sind. Jo, gehen wir weiter. Und zwar, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren von Erlangen. Genau, wir gehen weiter und wir gehen nach Österreich. Wir hatten dieses Wochenende auch wieder ein Turnier in Österreich. Die sind ja seit einiger Zeit auch bei uns im Team Austrian Ranking gerankt. Kommen auch in die Rangliste, die Ergebnisse davon. Und auch wir zeigen sie euch hier auf dem Stream. Da wurde bei Markus Miniatures 40k Rumble Season 2 Finals von 24 Personen in Wien drei Spiele ausgetragen. Und gewonnen hat das der Sam Norozi, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, sorry Sam, der bei dem Team Austrian Tabletop Athletics Club 40k spielt. Und zwar Necrons, und zwar eine Canaptitech Necron-Liste, die, wir hatten es gerade eben, da hatten wir eine Liste mit 12 Phantomen, hier sind wir bei den 18 Phantomen, und weil es 18 Phantomen sind, aber trotzdem 3 Zetans rein sollen, muss irgendwo anders die Punkte rausgehen, und deswegen haben wir hier nur 2 Doomstalker, also zweimal ein Doomstalker, und was haben wir noch? Wir haben 3 Technomancer natürlich und 3-mal einzelne Destroyer, also Locust Destroyer. Die können schocken, die sind sonst aber nicht so flink. Also hier wird wirklich hart gecuttet, um die 3 Zetans und die 18 Raves reinzukriegen. Interessanter Ansatz. War auf jeden Fall sehr erfolgreich gegen Ironstorm Spearhead 20-0 und auch gegen Black Spear Task Force. Das sind übrigens Deathwatch. Und ein bisschen knapper wurde es, aber trotzdem noch sehr entschieden. 15-5 wurde in der letzten Runde gespielt gegen Chaos Knights. Sehr starke Performance. Also ich glaube, die Liste, ich glaube, das ist die Liste, die möchte gerne den Stat-Check forcieren, also den Gegner dazu bringen, du kannst meine Profile gar nicht so gut bedienen.
Und jetzt renne ich dich über den Haufen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man da noch sagen, mehr Haltbarkeit reinkriegen kann bei Nikons als außer so. Tatsächlich sozusagen eine Strategie, die viele Necrons versuchen und dann aber doch gegen Top-Armeen scheitern auf dem Major-Level. Also das haben wir ganz viel gesehen, als wir uns jetzt die großen Turniere im Februar in Deutschland angeschaut haben. Da haben wir am Ende immer nur Valentin, unseren WTC und auch WCW-Necron, der schon so krass eingespielt ist mit denen, ganz oben gesehen und irgendwie überhaupt mit 4-1 gehen und dann noch ein hohes 4-1 machen und die anderen Necrons waren auf 3-2 Maximum und meistens irgendwie 20, 30 Plätze drunter. Also weiß nicht genauso, ob man diese Liste, ob man das nachmachen will auf einem Major, wie weit man damit kommt. Vielleicht ist aber der dritte Zahn auch genau die Lösung. Ja, ich sage ja nicht. Also ich würde mal sagen, wir haben nachher noch zwei sehr interessante Listen vom Firebug. Und sorry, Ben, du bist auch 4-1 gegangen in Erklens. Sorry, ja, ich hatte ganz noch ein bisschen Hamburg und Kassel mehr in Erinnerung. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, du würdest mir zustimmen, dass eben die Haut-drauf-Variante der Necrons auf dem Majors ein bisschen schwieriger ist. Also man kann nämlich nicht kopfüber in die Gegner stürzen, weil einfach der Schaden in dieser Edition bei den Armeen, die wir jetzt im Meta haben, einfach zu hoch ist. Nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch, Jam, zum Turniersieg in Wien. Und damit gehen wir zurück nach Deutschland und schauen uns jetzt die Turnierergebnisse vom 17. Armer Tournament of Contempt Turnier in Düsseldorf an. Alter Schwede, 17 Turniere habt ihr da schon gemacht. Micha, falls du das hörst, richtig geil, was ihr da aufgestellt hat. Richtig geile Reihe. Freut mich total, dass das da so steil geht. Genau, 15 Personen sind diese Woche dazu zusammengekommen. Gewonnen hat das Ganze der Niklas Fritschen von Zugzwang. Und zwar mit Chaos Dämonen. Ich hatte gerade eben gesagt, wir hatten schon mal Chaos Dämonen auf dem Treppchen und umgeschlagen bei einem ATT, jetzt auch sogar siegreich. Und wie? 20-0 gegen Dukari, 16-4 gegen Leagues of Wotan und 19-1 gegen die armen Elfen. Was haben die Elfen denn hier getan, Niklas? Schauen wir uns mal an, wie er das geschafft hat. Und das ist eine gemischte Dämonenliste mit großen Dämonen und Chaos Knight Support. Ich glaube, Malte würde jetzt wieder schimpfen. Alle Arten von Chaos Knights Alliierten mag er ja nicht, aber ich finde das interessant, weil Dämonen sonst überhaupt keinen Beschuss haben und hier haben wir, also wir erstmal ganz unten gucken, zwei Wardogs drin, zwei Brigands, die schießen nur 24, aber die schießen. Wir können Sachen schießen, wir können Fahrzeuge schießen, wir können Infanterie wegballern, okay, cool, gefällt mir. Dann haben wir oben Belakor, super Output stark und natürlich immer für unsere 18 Zoll Lone-Op Aura wichtig. Dann Celesk. Warte mal, das ist auch Celesk, nicht Shilaxi, genau. Das ist quasi das kleine Duo, wo die eine Dämonette auf dem anderen Typen drauf sitzt. Schadensoutput okay, würde ich sagen, aber gerade für Elite-Infanterie rauszumachen, dann doch sehr solide. Vorhin kann einmal wieder kommen auf die 2+. Ein Changeling, immer gut. Maske, sehr nervig. Und ein Keep of Secret. Oh ja, mit dem hatte ich letztens auch mal zu kämpfen. Da war erstaunlich schwer, den Tod zu kriegen. Und das ist natürlich auch irre flink. Zweimal 10 Dämonetten, zweimal Nürglinge, Pink Horrors, Plaguebearer, zweimal Screener. Also genug Zeug für mehr als genug Zeug für Mission Play. Nervige Modelle mit OC auf Markern. Also Pink Horrors sind ja für viele Armeen auch immer noch nervig wegzukriegen. Und dann haben wir Belakor, Celeste, Keeper Secret, die ordentlich zuhauen können. Also ich glaube, das ist keine einfache Redrum sagt, Dämonen in der Identitätskrise. Ja, also ich habe das Gefühl, man muss es mischen und da muss man es richtig gut spielen, weil, also ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich das auf der Platte umsetzen sollte. Und ich meine, ich habe auch schon mal gegen Solisten gespielt, außer jetzt gegen die Brigands und fand das halt überhaupt nicht überzeugend. Aber das lag auch, glaube ich, eher daran, dass sozusagen, dass man das einfach noch nicht so richtig runtergespielt hat. Zugfang, Repräsenz. Schön, dass ihr viel auch auf analogen Turnieren unterwegs seid. Ich habe euch nicht in Karlsruhe gefunden. Kann das sein?
Ich habe vorhin nur, ich hatte nicht so viel Zeit und Energie, so richtig tief in die alle Listen nochmal anschauen, aber ich meine, ich hab euch übersehen, also ich habe euch nicht gefunden beim Firebug. Ob Celeste in die Dämonetten kommt? Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also die Dämonetten werden auf jeden Fall dadurch Output stärker, aber ich glaube, es ist besser, man macht es so, dass man mehr Einheiten hat, weil zum Beispiel die Dämonetten, die können durch Wände gehen, Celeste kann selber nicht durch Wände gehen, Celeste ist selber schon so stark und ich glaube, in vielen Matchups teilst du die einfach auf. Genau. Genau. Ich werde heute nicht über das Eurotrash-Turnier sprechen, Redrum, weil da hat Malte alles zu sagen. Alles, was ich heute dazu sagen würde, außer dass Malte eine hervorragende Arbeit mit dem Team geleistet hat, es dahin geführt hat und die Spieler natürlich auch, die teilweise auch quasi die erstes Teamturnier dort gespielt haben und gegen absolute Top-Teams ran mussten, mit dem zweiten Platz richtig stark performt, richtig cooles Team. Können man nur darauf stolz sein und schon mal sagen, das ist eine gute, also da zeigen sich schon mal die Früchte von, was die ganze Arbeit da jetzt dieses Jahr reingesteckt wird. Genau, Paul schreibt hier, kommt 100% aufs Matchup an, ob Celeste in die Dämonetten reingeht oder nicht. Dann hatten wir außerdem den Paul, den wir hier im Chat haben von Zugzwang mit den Necrons. Umgeschlagen bei dem Turnier und wir hatten noch Christian von Liz mit Adeptus Custodes, der übrigens in Karlsruhe nächste Woche dabei ist, auch mit 3-0. Also schon mal erfolgreichen sozusagen ein Spiel mit den Custodes für den Christian in Düsseldorf und ich sag mal herzlichen Glückwunsch, Niklas, Paul und Chris. So, dann gehen wir wieder nach Bayern und jetzt sind wir beim Games Island Lord General Tournament of Warhammer 40k. Ich muss gerade schauen, ist es die richtige Nummer? Da kann ich sicher. Die Nummer 25 und da waren diesmal 26 Personen am Start. Gewonnen hat es der Paul Koneo Malo Pogginson. Pau, sorry, schon wieder, ich vergesse es, ich mache es einfach nicht mehr. Pau, herzlichen Glückwunsch, geiler Turniersieg. Vor kurzem noch in Berlin ein Turnier gewonnen, jetzt hier auch wieder mit Drukhari in Hof. Und wo war denn das letzte Turnier, was du gewonnen hattest? Ich glaube, das ist jetzt der dritte Eintäger, den du gewinnst. Wieder mit Drukhari Sky Splinter. Ich finde es mega geil, dass die Drukhari jetzt tatsächlich auf den ATTs so durch die Decke gehen. Ich sehe die ganze Zeit Drukhari. Und gleich kommen noch, ich glaube, ein, zwei Drukhari kommen gleich noch. Und die Liste sieht ein bisschen auch aus. Sieht auch ein bisschen aus wie Identitätskrise, ist aber eher, nein, das ist ein riesiger Werkzeugkasten und so viel falsch kann man bei den Drukhari gerade, glaube ich, gar nicht machen, solange man keine Hellions und Reaver spielt. Aber hier sind zweimal Archons drin mit einmal 10 und einmal 5 Inkubi. Ich finde das genau eine gute Mischung. Da hat man den großen 10er-Trupp, der richtig Wumms macht, aber auch noch einen 5er-Trupp, der auch in eine Venom passt. Wir haben einen Beastmaster, wo ich auch interessant finde, dass es bei einem Beastmaster bleibt. Kann sein, dass es teilweise auch bei den Modellen liegt. Paul, kannst du mir ja gerne nochmal schreiben hier im Chat, ob du sozusagen auch mal mehr Beastmaster schon getestet hast oder das und oder ob es einfach bei den Modellen liegt, dass du den nicht mehr spielst. Hier sehen wir einen, hier haben wir Drazar noch am Start, der wahrscheinlich auch wieder alleine rumläuft und einfach irgendwie ein paar Scouts oder ein paar andere Space Marines köpft oder auch ein paar Thousand Sons Modelle. Dann haben wir Lilith mit 10 Witches, die auf jeden Fall einen Raider für sich gut haben. Nachdem der erste Raider ja mit den 10 Inkubi gefüllt wurde. Dann haben wir zweimal Kabali Warriors, die sich aufteilen über die Venoms. Wir haben einen einzelnen Kronos, der einfach unglaublich viel Wert für die Armee bringt, weil wir, wie war das, fast unsere, also annähernd verdoppeln unsere Pain Tokens innerhalb von 6 Zoll ziehen. Wir haben 5 Mandrakes. Mandrakes, super gute Einheit, aber ne, wenn man mehr Mandrakes als 5 nimmt,
hat man ein anderes Spielzeug weniger. Und hier kommen jetzt relativ teure, also vergleichsweise, weil sie nicht billiger geworden sind, aber finde ich auch sehr potent Beschusseinheiten, nämlich 2x Ravager und 3x5 Scourges. Was ich ganz interessant finde, diese Liste hat bei den Scourges Lanzen dabei, auf 2 in der Trupps und einmal mit Haywire. Ich würde sie jetzt gerade mit nur Haywire spielen, weil das einfach statistisch auch einfach viel besser ist gegen die Fahrzeuge, aber du dir immer das Problem, was du dadurch hast, du hast ein bisschen du hast, also Haywire macht halt gar nichts gegen Monster und dann kann es sein, dass ein Monsterproblem kommt. Ich bin gerade ein bisschen zu stark in der Teambrille, von daher denke ich dann, ist mir gerade egal, aber im Single musst du natürlich flexibel sein. Ja, mit dieser Liste hatte Pau auf jeden Fall keine Probleme, Fahrzeuge zu töten, hat nämlich 19-1 gegen Imperial Knights gewonnen. Die gefürchteten Custodes, die ja total S-Tier sind, 19-1 von der Platte gefegt und Anomat 20-0 gegen Thousand Suns. Und hier bestätigt mich ein bisschen was wir uns auch im Faction-Tier-Video gefragt hat, nämlich, dass die Dukari gut sind gegen Thousand Suns, weil wenn sie rankommen, machen sie einfach die Thousand Suns-Modelle alle sehr, sehr gut tot. Und die Thousand Suns haben ein Problem, dass da so viele Transporter sind, die sie erstmal aufmachen können und dann können sie nicht mehr indirekt schießen. Und in Overwatch kannst du mit dem einen Archon auch noch aufmachen. Also grundsätzlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das häufig so aussieht, dass die Dukari über die Thousand Suns rübergehen. So, herzlichen Glückwunsch, Pau. Damit dann, jetzt gucke ich das aber nach. Der wievielte Turniersieg ist das von dir denn jetzt diese Season? Genau, Pau hat sich damit. Ja, nice. Pau hat sich damit auf den 30. Platz. Ich mache das auch mal hier direkt mal auf den Stream. So. Genau, Pau hat sich nämlich damit auf den 30. Platz im aktuellen Team Germany Ranking gespielt und damit 1, 2, 3 ATT-Siege hintereinander gereiht. Im Abstand von, jeden Monat ein. Sehr geil, Pau, weiter so. Freut mich sehr, dass das mit den Dukari so hervorragend läuft. Warum steht hier? Hier steht die falsche Faction drin. Das waren Dukari, das weiß ich selber. Ich glaube, weiter T3 da. Ich warte, ich muss mir das mal aufschreiben. Das wird korrigiert. Da. Nicht. Da muss ich das nochmal korrigieren. Echt? War das World Eater? Hattest du nicht bei dem Berliner? Ach, das andere Berliner Turnier ist das Kimport. Okay, danke, Pau. Er schreibt. World Eater stimmen. Und außerdem zurück zu den Matchups nochmal. Pau schreibt, mit Lance bringt er die Custodes zum Weinen. Das freut mich natürlich. Einfach mal Custodes locker auf die 4 verwunden. Das macht natürlich Spaß, vor allem wenn da irgendwie die Warden stehen und dir sagen, hey, wenn du eine höhere Stärke hast als ich, verwundest du mich mit -1. Und du dann sagst, ja, ich habe keine höhere Stärke, alles gut. Und dann verwundest du mit einem Stärke 4 Modell, was auch eine Witch sein kann, weil sie +1 Stärke kriegt von Lilith. Einfach mal den Custodes auch auf die 4, während, keine Ahnung, meine Stärke 10, 11 Waffen den Custodes eben nur auf die 4 verbunden. Das ist schon ziemlich gut. Also nicht jeden Custodes, aber den Custodes Warden. Genau, if the tag is greater. Ja, das ist natürlich hervorragend. Und ich freue mich total, dass die relativ, also dann am Ende doch gar nicht so großen Anpassungen die Dukari so weit nach oben katapultiert haben. Genug zu den Dukari. Schauen wir uns an, wer ist noch ungeschlagen vom Games Island Turnier zurückgekommen. Das war einmal der Stefan von Games Island mit einer Black Templar Liste. Dann Manuel von Kings of the Hill mit Grey Knights. Den werden wir auch gleich nochmal wiedersehen. Der ist nämlich in Karlsruhe, hat sich damit auf jeden Fall schon mal gut eingespielt. Und dann Alexander von eben vom selben Club wie Paul, nämlich von Phenopain 7 Plus. Und zwar mit Ifgard. Herzlichen Glückwunsch, Paul, Stefan, Manuel und Alex.
Und damit gehen wir weiter. Jetzt nach Norddeutschland, nach Niedersachsen zum Hilltown Roloff. Nummer 17. Und das hat. Der Dominik wollte uns unbedingt nochmal ärgern. Und jetzt hat er die Admech mal wieder ausgepackt und damit das Turnier gewonnen. Ja, Dominik, wir wissen, du bist sehr gut mit Admech und Admech sind wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn man sie richtig gut spielt, aber sind dann die anderen Armeen, wenn man sie so richtig gut spielt, dann auch noch so schlecht? Vielleicht brauchen wir doch wirklich nur einen F-Tier für Deathwatch. Aber Deathwatch könnten auch Gladius spielen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Dominik, hervorragend gemacht. 3 Spiele gewonnen, das Turnier gewonnen. Von natürlich der Niedersachsen-Auswahl 3B. Die ganze Niedersachsen-Auswahl hat sowieso Niedersachsen fest im Griff und auch auf dem zweiten und auf dem dritten Platz waren 2 deren Teammitglieder. Genau, und hat sogar am Finaltisch auch nochmal gegen Niedersachsen-Auswahl 3B gewonnen. Und ja, die Liste sieht folgendermaßen aus. Die sieht irgendwie so klein aus, ist sie aber nicht, Leute. Das sind einfach ein Haufen Modelle. Also da ist ein Tech Priest Dominus, da sind 2x mal Nebulos dabei. Dann sind da 60 Skitarii Vanguard. Vanguard machen die ja -1 UC, wenn du in 3 Zoll zu ihnen stehst. Außerdem haben die keine andere Waffe, die 5 Hawks tötet. Dann, und das macht ihr, das hier ist der Schaden, 3x6 Cut von Breacher. Diese Typen machen enorm viel Schaden. Die haben Full Hit Rewards, wenn sie auf dem Marker stehen. Mit Stärke 8, AP 2, 3 Schadenwaffen. Bitte korrigiert mich, wenn ich das Profil nicht genau auf dem Schirm habe, aber die machen irgendwie viel zu viel Schaden. Aber die sind natürlich auch scheiße langweilig, langsam und damit ein bisschen langweilig vielleicht zu spielen. Und teuer sind sie auch in der Anschaffung, aber das sind halt, wir hatten das letztens nochmal als Beispiel durchgerechnet intern. Cutter von Breacher. 30 Zoll, jeder hat 2 Schuss, aber die sind Rapid Fire 2, das sind 18 mal 24, Taschenrechner. Nicht 18 mal 24, 18 mal 4, ich bin bescheuert. 72 Schuss mit Stärke 8, AP 2, 3 Damage. Das ist schon gar nicht so wenig. Ja, und die Monos kann er, glaube ich, damit erschießen. Vorhin diesen Anti-Vehicle 4+. mag ich. Muss man anbringen. Genau, Stefan schreibt, 2 Monos in einer Runde wurden erschossen. Ganz normaler Tag, ja. Und André schreibt AP3. Wie kommen die auf AP3? Ja, die kommen auf, ich glaube, wenn der Gegner noch irgendwie mit einem Modell der Einheit, einem Teil der Einheit in der gegnerischen Aufstellungsstufe steht, hat man dagegen AP plus 1. Oder wenn man selber in der eigenen Aufstellungsstufe steht. Genau, danke Matthias, genau, die haben sogar Battle, die brauchen nicht mal auf dem Marker stehen, voller Reroll, wenn man in 6 Zoll zu einer Battleline-Einheit steht, Leute, da sind 60 Battleline-Modelle. Das reicht. Das muss nur ein Modell ankratzen. Perfekter Übergang. Falls ihr, ich mache es jetzt nicht auf, falls ihr mehr über Admech wissen wollt und wissen wollt, warum denn vielleicht der ein oder andere Admech-Spieler denkt, man kann da doch noch was mit reißen, hört euch mal den Podcast an, den ich jetzt, ich glaube schon vor 3 Monaten, mit Dominik de Cassan, dem Turniersieger hier, gemacht habe zum Admech-Kodex. Wir haben uns tatsächlich sogar 2 Teile aufgenommen. Gibt nochmal einen extra Patreon- und YouTube-Mitglieder-Teil, wo wir nochmal tiefer reingehen. Und da erklärt Dominik, was er an Admech eigentlich so stark findet. Und ich glaube, wir haben im Prinzip diese Liste besprochen. Das ist eigentlich die Liste, die er letztes Jahr gespielt hat. Die spielt er immer noch und ist damit mega erfolgreich. Finde ich mega gut. Dabei sind noch 4x so kleine Springer-Einheiten. Die sind ultra billig und die nicht mitzunehmen ist keine Angst. Sollte man nicht tun. Naja, so viel zu den Admech. Und wie gesagt, wenn ihr euch mehr mit den Admech beschäftigen wollt, hört euch den Breaking Heads Podcast einfach auf hier unseren Kanal gehen, ein bisschen runterscrollen unter Podcasts und mehr müsste, glaube ich, schon der 3., 4. oder so sein.
Kann ich sehr empfehlen. Genau, und hier haben wir dann als nächstes auf den ungeschlagen, den Julian, auch von Niedersachsen Auswahl 3B mit Chaos Dämon und Gordon mit 1000 Sons, auch von den Niedersachsen Auswahl 3B. Und ich will mal ganz kurz schauen, weil wir eben da den Dämonen schon mal hatten und hier wurde was von Identitätskrise gesagt. Die Liste von Julian ist Belakor, Great Unclean One, den Grandmaster auf dem Thron, also das extra plus Stärke, AP und Schaden für Korn-Einheiten, zweimal Nörglinge, Pink Horrors, 18 Blood Crushers, also die Juggernaut-Reiter, ein einzelnes Beast of Nurgle, zweimal Hunde und einmal Seeker. Also, das ist nochmal was ganz anderes. Und das gefällt mir aber auch sehr gut. Finde ich ein bisschen geländeabhängiger. Also hier, das sind 18 Blood Crusher zusammen mit Belakor und einer großen Kartoffel, die Vierer Phenopay kriegen kann. Interessant. Genau, da war die Liste, also ich bin jetzt nur kurz drüber gegangen, ich hoffe, das hat gereicht, Dominik. Also die Liste von den Dämonen ist Belakor, Great Unclean mit dem Upgrade, Grandmaster, zweimal Nörglinge, 10 Pink Horrors, ein Beast of Nurgle, einmal Seekers, dreimal Fleshhounds und ansonsten maximale Bloodcrusher. Ja, gefällt mir, ist nicht so einfach wegzukriegen. Kein Wunder, dass die Bloodcrusher überall ausverkauft sind. Ja, genau. So, und damit sind wir fertig mit dem Hilltown Roloff und wir gehen weiter. Und zwar wieder nach Bayern. Ein Haufen Eintagesturniere in Bayern und Süddeutschland, finde ich richtig cool. Jetzt sind wir beim dritten Radesbrunner in diesem Jahr. Die machen auch schon seit mehreren Jahren dort Turniere. Und das gewonnen hat Fabian Bader von Würfelbar mit Tau Emperor. Er hat mich gebeten, seinen offiziellen Namen der seiner Liste zu nennen, zu ändern in Tetras und Crisis sind OP, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Sorry, dass ich das jetzt nicht ganz so genau vorlesen konnte, Fabian. Aber er hat eine Liste gespielt ohne Crisis und ohne Tetras, weil er spielt MSU, also Multiple Small Units, einfach nur so viel Damage wie geht und ja, dann noch ein paar Kutunde. Also, was ist in der Liste? Gut, und Aaron Vaar, den man auch immer nehmen sollte, solange man ihn spielen darf, wenn er nicht Legends geworden ist. Das letzte Mal, weil, Achtung, im Tau-Kodex ist er Legends. Also, er ist einfach nicht im Tau-Kodex. Genau. Da ist Commander Sarasong. Gibt eine Aura, 1er Heavy Rolls. Nice, cool. Dann. Zweimal Carter Fireblade mit insgesamt 40 Breachern und 2 Devil Freaks. Also genau das, was man eigentlich so haben will, um maximal viele Schuss zu haben und mit dem möglichst wenigsten quasi Commitment. 2 Devil Freaks, die man auch immer so schön nachladen kann, wie man sagt. Also man stellt die Devil Freaks so hin, dass die gut versteckt sind, aber also so weit vorne, aber so versteckt wie möglich. Der Gegner kann sie quasi nur im Nahkampf angehen. Man springt raus nach vorne mit Return, schießt irgendwas auf den Marker tot, verliert die Einheit danach auch, das ist okay. Und springt währenddessen mit einer anderen Einheit von hinten wieder in den Devilfish. Also man kann ihn recyceln. So, und dann sind hier keine Crisis, sondern einfach Commander. Weil die Commander sind billiger geworden. Der Crisis Commander kostet, glaube ich, nur 80 Punkte. Ich weiß nicht, was der Enforcer, ich glaube so 90 oder so kostet. Genau, und dann genau, dreimal Commander und die haben halt alle einfach Cyclic einen Blaster und schießen halt irgendwie 12 Schuss mit auf die 2 oder 3 Treffen dem Gegner um die Ohren und hast plötzlich so viel Output, wie du es sonst mit dem vorhin Crisis Unit gehabt hätte. Jo. Und das macht Schaden. Und dann tun wir da noch 2 Hammerhaie und 3 richtig billig gewordene Riptides dazu und plötzlich sagt der Custodes, der war jetzt nicht hier im Start, aber also gerade zum Beispiel Custodes sagt, was, 3 Riptides? Oh, das ist ja richtig scheiße. Und die haben wir jetzt, tun auch weh. Ja, Tau, die richtig viel Schaden machen. Sehr schön und das wird auch noch sehr viel mehr Schaden machen, wenn wir das jetzt im Codex sehen. Weil, auch kann ich auch schon mal sagen, also im Tau-Codex, wir haben Crisis jetzt nur noch als Dreier-Trupps und dafür aber gesplittet in also ich glaube, Arne und Maite hatten das letzte Woche auch schon euch erzählt, aber die Crisis sind jetzt quasi gesplittet in irgendwie Anti-Infanterie, Anti-Tank und Anti-
Anti-Elite-Infanterie. Man kann aber nur noch Dreier-Trupps spielen, das heißt, die Zeiten, wo man so Siebener-Trupps hatte, die irgendwie so mit Tetras, Exploding Sixes, Double Exploding Sixes, voll auf etwas weggeballert haben und danach wieder weggesprungen sind, sind vorbei, aber dafür haben wir halt insgesamt mehr Schaden, weil wir einfach richtig starke Detachments bekommen haben, die mehr Schaden machen. Genau, also ich glaube, also diese Tauliste hier, die könnte man, also ich, die, wir wissen noch nicht die Punkte, wir wissen die Punkte noch nicht vom Tau-Kodex, aber ich glaube, genau diese Liste kannst du im neuen Kodex spielen und Spaß mit haben. Mit was hatte denn Fabian Spaß? Also erstmal hat er das Mirror eindeutig gewonnen, 19-1 gegen eine andere Tau-Liste, dann hat er 20-0 gegen Soritas und 19-1 gegen Blood Angel Gladius. Herzlichen Glückwunsch, Fabian, hast du gut weggeballert, sehr schön. Dann haben wir außerdem umgeschlagen beim Battlefield Ratisbona in der dritten Ausführung, Christian Wagner mit Adeptus Custodes und Max von Würfelbar mit Astromentaro. Also ich finde, man sieht schon echt ganz gut, was hier ständig oben ist, Leute. So viel dazu und wir gehen weiter. Wir hatten nämlich noch ein riesengroßes ATT, nämlich ein 42-Personen-Turnier, ein 42-Personen-Eintäger in Altenhut, ganz, ganz im Norden Deutschlands, in der Nähe von Kiel, bei den Weekend Warriors. Die haben nämlich die dritten Weekend Wars ausgerufen. Und gewonnen wurde das Turnier von Henrik Syr von Ground Zero Kiel mit Drukhari Sky Splinter Assault Detachment. Der hat gewonnen 8-2 gegen Chaos Knights, 19-1 gegen andere Sky Splinter Drukhari und 17-3 gegen Tau. Herzlichen Glückwunsch, Henrik. Stark gemacht. Freut mich sehr, dich da so weit oben zu sehen. Und wir schauen mal in die Liste und haben im Hinterkopf, was hatten wir denn bei Pau vorhin in Hof für eine Siegerliste? Hier haben wir drei Archons, also ein Archon mehr. Wir haben zweimal Inkubi, das heißt, wo muss der dritte Archon rein? Ja, der geht mit den Vierer Cord Archons in eine der Kabalit Warrior Einheiten. Dann ist das eine 15. Einheit, die zu Fuß läuft? Müsste eigentlich. Wir gucken mal weiter, ja, weil wir haben nämlich nur einen Raider. In diesen Raider, also entweder kommen in diesen Raider, wir haben nur einen Raider, wir haben nicht zwei Raider, wir haben drei Venoms nur. Also wir haben zwei Transporter weniger. Aber dafür auch nochmal mehr Kabalit Warriors. Okay, wie können wir das bauen? Wir können die Witches und die Kabalit Warriors tatsächlich über die Venoms alle aufteilen. Wir könnten in den Raider tatsächlich auch einen Cord mit Archon und 5 Kavalier Warrior packen. Gefällt mir, glaube ich, nicht so. Ich glaube, dass der Henrik einfach also wenn ihr es wisst, schreibt es gerne, falls ihr da wart. Ich glaube, Meli habe ich eben auch im Chat gesehen. Meli, wenn du weißt, wie ihr den Cord gespielt habt, schreib es doch mal in den Chat. Also, so wie ich das am Anfang der 10. gespielt habe, bevor es noch dieses Detachment gab, war, dass du den Archon in den Cord und den 10er Trupp Kavalier Warrior gepackt hast. Das ist eine relativ große Einheit mit Dreierdeckung, minus 1 zu Wound, Fight First, Lethal Hits, Full Hit und Wound Reroll, die dann insgesamt im Output und Input eigentlich solide Einheit. Ist ein bisschen teuer, aber man kann sie spielen. Was haben wir noch? Wir haben drei Ravager und zweimal Scourges, also auch 5 Einheiten, die schießen, ähnlich wie bei Pau vorhin. Allerdings hier noch eine 6. Einheit mit einem Razorwing Jet weiter, der relativ teuer ist. Aber nochmal 2 Dark Lenses mitbringt und vor allem bringt er eine Towering-Einheit rein, also beziehungsweise eine Aircraft-Einheit, die so funktioniert wie altes Towering. Das heißt, die kann über Ruinen hinweg sehen, muss sie dafür nicht mal touchen und kommt schön aus der Reserve und kriegt dann die Winkel, die sie gerne hätte. Interessant, passt ein bisschen in das, was ich vorhin gemeint habe. Man kann relativ viel bei den Dukari gerade spielen. Irgendeine Kombination aus Witches, Warriors, Raider, Venoms, Ravenger, Scourges und dann noch den Nahkampf, den man gerne hätte. Und hier sehen wir tatsächlich noch Rex für mehr Mission Play, mehr Einheiten, die die Gegend rennen. Muss meiner Meinung nach gar nicht sein. Das könnte, also kann man eigentlich auch noch mit anderen Einheiten nehmen, aber
am Ende, die Dukari spielen super gut die Mission, die machen inzwischen auch Schaden. Freut mich sehr, die weiter oben zu sehen. Damit haben wir ja schon die zweiten Turniersieger Dukari von diesem Wochenende. Und weil das Turnier so groß war, haben wir hier wieder einen riesen Ticker. Und wir haben nämlich gewonnen hat das der Henrik. Aber wir hatten noch mehrere Leute, die 3-0 gegangen sind bei den Weekend Wars. Nämlich folgende Leute. Und zwar der Jan von Weekend Warriors mit Imperial Knights, der Kevin von Ground Zero Kill mit World Eaters, der Timo von Ground Zero Kill mit Tau, der Christian von der Liga der Competitive Gentlemen mit Death Guard, der Alexander von Weekend Warriors mit Grey Knights. Was haben wir jetzt? Death Guard, Grey Knights, Imperial Knights? Imperial Knights, Leute. Ich dachte, die können nichts. Was hatten wir noch? Der Ticker muss weitergehen. Imperial Knights, Death Guard, Grey Knights, World Eaters. Und Tau. Ja. Herzlichen Glückwunsch alle miteinander. Freut mich sehr, da auch oben wieder so die Turniere laufen zu sehen. Irgendwie, ich habe im Discord richtig schicke Fotos von Best Painted gesehen. Und das war's, glaube ich. Genau, das waren die Turnierergebnisse vom Wochenende. Herzlichen Glückwunsch alle zusammen. Ich mache noch ein kurzes Mini-Update zum Warhammer und dann kommen wir gleich zum Glücksrad für heute. Kein richtiges Update, nur soweit. Wir sind jetzt mit der ersten Woche durch. Wir konnten gewinnen gegen das norwegische Team mit dem Breaking Heads Team. Arne, Malte, Jan, Leif und ich. Leider konnten zwei Spiele nicht ausgetragen worden, weil die Norweger auch auf dem Euro-Trash-Turnier waren und wenig Zeit hatten die Woche und wir außerdem in den ersten drei Spielen schon, ich habe 16-4 gegen die Orks gespielt, Jan hat 13-7 gegen die Astra mit seinem Highway gespielt und Malte hatte irgendwie 19-1 und 18-2 gegen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was er gespielt hat. Ich glaube, Necrons weggewischt. Also wir haben halt schon irgendwie, wir hätten, glaube ich, 10 Punkte aus den letzten beiden Spielen kriegen müssen. Dann war es auch okay, dass die letzten Spiele nicht ausgetragen worden sind. Aber nichtsdestotrotz, wir sind haben gewonnen. Unsere erste Runde spielen in der nächsten Runde gegen Spanien. Das wird mega spannend und da wird es definitiv nicht so einfach werden. Mehr berichten werden wir dann nächste Woche für euch. Martin, welches Turnier sprichst du denn? Hab ich dich vergessen? Falls ja, tut mir das sehr leid. Ich hatte vom... Wenn ihr ein Turnier nicht habt... Würfelgötter. Würfelgötter. Oh no! Warte mal. Das Würfelgötter-Turnier, das hatte... Ihr seid auf jeden Fall auch reingeholt ins Ranking. Ja, Leute, nicht rumweinen. Kann mal passieren. Hole ich euch doch direkt hier mal drauf. Wo ist denn? Das kriegen wir doch hin. Sorry, machen wir direkt mal eine Sekunde. Gib mir mal eine. Gib mir mal eine Minute. Ach, ja, okay. Aha, okay. Also, mich freut natürlich so sehr, dass ihr darauf hinarbeitet. Aber das kann mal passieren, es tut mir leid, wenn das passieren sollte, einfach mir schreiben, wie jetzt im Chat, dann kriegen wir das hin. Und die Anzahl der Turniere, die wir nicht covern, sind halt wirklich nur die Sachen, die Tag-Team-Turniere sind, die weniger als 1500 Punkte haben, die interne Turniere sind und so weiter.
Genau. Ja, wir haben hier Leaks of Water nie gewonnen. Wahrscheinlich lag ich gerade. Müsste eigentlich gerade sein. Okay. Leute, Glückssaft gibt es noch nicht. So, Ludwig, das Chemnitzer Turnier, hatten wir das nicht? Mal anschauen. Okay, wo sind wir? Wir sind hier. Wir gucken zum letzten ATT, das wir uns diese Woche anschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute da waren. Das habe ich jetzt nicht geklaut. Wir hatten 30 Personen am Start. Genau, 30 Personen, die beim. Wie viele Rumble ist das dann jetzt? Das vierte. Sekunde. Ich glaube, ich lasse mal. Wenn wir es jetzt schon machen, dann machen wir es richtig. So. So, das letzte Turnier, was wir am Wochenende hatten, war das vierte Würfelgötter Royal Rumble. ATT in Gelsenkirchen mit 30 Personen. Gewonnen hat das der Tim Schneider von den Freibaumlern mit Leagues of Water. Der gegen mir. Warte mal. Scheiße. Okay, ich sollte vielleicht doch nicht so spontan hier so eine Folie einfügen. Ich habe keine Ahnung, gegen was der gespielt hat. Ich finde das jetzt zusammen heraus. Finde das jetzt gleich zusammen heraus. Und. Er hat eine Wotanliste gespielt. Alter Schwede, das geht so nicht. Nee, nee, nee. Das geht so nicht. Sekunde, das machen wir nicht so. So. Jetzt aber. Okay, hier. Tims Wotanliste hat einen Karl, hat 20 Hurricane Warrior, hat 15 Berserker, hat einmal Terminatoren, die Hearthguard, dreimal Biker und sechs Saketor. Schön geradlinig, so gefallen mir die Wotanlisten. Finde ich richtig cool. Das ist übrigens eine 10er-Einheit Terminatoren und es ist eine 6er-Einheit und zwei 3er-Einheit Biker. Und ja, das hat richtig viel Beschusskraft, das hat eine Menge Einheiten. Mir gefallen die Berserker sehr gut. Wenn wir jetzt gerade im Westen schauen, da hatten wir so letztes Erkelenzer-Turnier, da waren die Tische voll. Wenn wir jetzt nach Karlsruhe schauen, da ist auch zumindest die eine Hälfte der Tische richtig voll und da ist es gar nicht schlecht, um ein paar mehr Berserker zu haben. Leute, es gibt noch kein Glücksrad, ihr braucht gar nicht Glücksrad schreiben. Genau, wir wollen hier nochmal gucken, dass wir die letzten, dass wir hier gerade das eine, was wir vergessen hatten, aufzuholen. So, das war unser Sieger Tim. Genau, herzlichen Glückwunsch, Tim. Der hat gespielt gegen, sage ich euch sofort, einmal gegen Tau und zwar 20-0. Dann hat er 12-8 gespielt gegen Astra und zuletzt nochmal 19-1 gegen Spaceful Stormlands. Au, ja. Richtig starke Ergebnisse. Finde ich gar nicht einfach, die Matchups. Gerade Astra mit Wotan. Das zu schlagen ist sehr gut. Und ja, wir hatten noch weitere Ungeschlagene, teilweise auch hier im Chat.
Und erstens den Tobias von Team Fluff Painting. Ihr erinnert euch, wir hatten vor einigen Wochen auch Tobias Team Fluff Painting Service hier mal im Stream vorgestellt. Kann ich sehr empfehlen. Geht doch mal auf teamfluffpainting.de oder gebt einfach Team Fluff Painting ein und dann findet ihr es sofort bei Google. Die bieten einen hervorragenden Painting Service. Außerdem ungeschlagen Cedric Hagara mit Ultramarines und ich guck kurz, was das für Ultramarines waren. Gladius Ultramarines, das heißt Centurions Ultramarines, genau, eine 6-Einer Centurions und Martin Pieler von den Würfelgöttern mit Necrons mit einer Hypercrypt-Liste ohne Mono. Herzlichen Glückwunsch, Martin, Cedric, Tobias und Tim. Habt ihr hervorragend gemacht. Es ist immer Zeit. Leute, hier. Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen Tee trinken. Jetzt eigentlich eine Stunde, anderthalb schon gesprochen. Das waren jetzt aber die Turnierergebnisse vom Wochenende. Und jetzt machen wir eine kurze. Gerne, Tim. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, sozusagen vielleicht nochmal vorher beim Team Germany Ranking unten schauen, ob euer Turnier auch sozusagen legit ist, um gerankt zu werden. Also, dass ihr kein Tech-Team hattet und auch 1500 Punkte und nicht intern und so weiter. Aber ansonsten, wenn ihr euch irgendwas auffällt, immer gerne mir schreiben und dann füge ich das auch alles gerne ein. Ziel ist es, Vollständigkeit zu haben von den Turnieren. Was machen wir hier? Ja, willkommen beim Breaking Heads ASMR-Team, Stream. Der gute Ingwer-Tee. Ihr könnt ab sofort in den Chat schreiben. Glücksrad. Und dann habt ihr eine Chance, einen Gutschein für unseren Sponsor Games Island, beziehungsweise Games Island Tabletop-Verkauf zu bekommen. Gott, herrlich. Ich block dich gleich. Wo ist Malte? Ihr könnt übrigens immer, wenn ihr bei Tabletop-Verkauf oder bei Games Island shoppt, den Breaking Heads Affiliate-Link benutzen, den ihr direkt in der Videobeschreibung findet und auch den extra Rabattcode benutzen, den ihr übrigens sogar mit dem Gutscheincode, den ihr hier vielleicht heute gewinnen könnt, verbinden könnt. Könnt ganz viel. Bei Tabletop-Verkauf könnt ihr hervorragende Sachen kaufen, das wisst ihr alles schon. Ich muss heute Zeit sparen, Stimme sparen. Gebrauchte Modelle und alles, was ihr sonst zum Tabletop braucht. Bei der Red Button kriegt ihr die Buttons, die ihr braucht, damit euch Malte nicht böse anguckt, wenn eure Einheiten aus dem Transporter fallen und ihr da keinen Battleshop-Marker hinlegt. Und noch viel mehr. Und bei Armybox kriegt ihr die besten Boxen, um eure Armyboxen zu boxen. Auch um die ganze Welt zu schiffen. Schon in Atlanta, Chicago, Belgien, wo waren wir noch? London damit gewesen. Ja, bietet sich sehr gut an. Passt auch im Flieger. Und natürlich vielen Dank nochmal immer. Schadenmanagement Gerhard, bester Sponsor. Und vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, wenn ihr mich auch unterstützen wollt, dann macht das doch mal über Patreon oder YouTube. Genau, damit ermöglicht ihr, dass wir so einen Stream weiter für euch aufziehen können. Und vielen, vielen Dank an alle, die das jetzt auch schon seit Jahren machen und damit überhaupt Breaking Heads dazu gemacht haben, was es ist. Darauf einen Ingwer-Tee. Wird gleich ich das Rad drehen für euch. Ich sag mal, Bill Gartus, ähm,
Marv ist der Letzte, der drauf ist. Warte mal. Jetzt kommen wieder die Leute. Jan ist der Letzte, der drauf ist. Vielen Dank fürs Mitmachen an alle, die dabei sind. Jetzt müsste sich... Vielen Dank. Anzeigen, ja. Vielen Dank, Mili. Wird investiert. Danke für den Superchat. Und jetzt gehen wir zum Glücksrad. Das dreht sich nämlich schon. Das Glücksrad 25 Euro für den Online-Shop von Games Island Tabletop Verkauf geht an. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schreibe mir im Discord, dann leite ich dir sofort alle weiteren Informationen weiter. Und auch an alle anderen, danke fürs Mitmachen. Und nochmal eine kleine Erinnerung. Nächste Woche verraffeln wir das hier. Verglücksraten wir dieses dicke Ding. Und wenn ihr das gewinnen wollt, kommt auch in der nächsten Woche, wenn wir uns unser Review zum Firebug Open für euch geben. Jetzt gibt es ein Preview. Wieso sind hier Dinge? Nein, das wollen wir nicht. Nein. Ah, okay. Ja, da. So. Jetzt kommen wir zu unserem Preview zum Firebug Open 2024, gesponsert von Amibox. Und natürlich organisiert vom Team Firebug selber, einem Team, was ihr immer wieder auf deutschen Turnieren seht. Richtig cool, dass wir da jetzt in der dritten Ausführung ein großes, großes Turnier in Süddeutschland haben. Wir werden ca. 160 Personen haben, die sechs Spiele spielen, in Ettlingen direkt bei Karlsruhe. Und ich hoffe, ihr habt richtig Bock darauf. Das ist jetzt das vierte Major dieses Jahres, was wir haben werden. Und das wird auch nochmal richtig interessant, weil ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt also das erste Major, was wir hatten, war noch vor dem Battle Starter Slate. Die anderen beiden, da waren die Armeelistenabgaben so nah an dem Battle Starter Slate, dass die große Menge keine Chance hatte, sich darauf anzupassen. Und selbst die Top-Spieler finde ich nochmal so ein bisschen hinterhergeleckt sind. Und deswegen finde ich es umso interessanter, jetzt mal zu schauen, was die Leute so spielen. Es wird 6 Missionen gespielt und kleine Info dazu. Man hat sich hier entschieden, ein bisschen mehr von den Missionen auszukosten. Oder von den Missionsregeln, muss man sagen. Es werden nämlich die Mission Rules benutzt, nämlich einmal Sweep and Clear. Falls ihr bisher immer nur im Regen gespielt habt, bei Sweep and Clear, da sind alle Marker sticky ich glaube, alle Marker. Weiß das jemand? Sind es alle oder sind es nur die No Man's Land Marker? Ich meine, es sind alle. Ich habe das die letzte Woche nochmal nachgeguckt. Musste mich ja auch damit beschäftigen. Ich gucke nach. Ich will ja nichts Falsches sagen, sonst kriege ich nachher Ärger. Sweep and Clear. Wo bist du? Genau, nicht nur No Man's Land Marker, sondern alle Marker sind sticky. Das heißt, wenn ihr den Marker gehalten habt, am Ende eurer Command Phase, haltet ihr den auch, wenn ihr nicht mehr drauf stehen bleibt. So, wichtig zu wissen, wisst ihr schon mal in der ersten Mission. Finde ich tatsächlich eine gute Kombination mit Purge the Foe. Vorhin sehr wichtig, ganz starker Kontrast hier zu Kassel. In Kassel hatten wir Purge the Foe im Spiel 6, die Mission, die super stark rausgeht. Und dann, das soll dann das Finale entscheiden. Fanden Malte und ich überhaupt nicht gut. Hier wird es im ersten Spiel gespielt. Finde ich okay. Erstes Spiel ist sowieso Random Pairing.
Da kann man es immer machen. Da wird dann nicht das Spiel zwischen den quasi den Top-Platzierungen darüber entschieden. Finde ich super. Dann wird in Mission Spiel 2 wird Vox Static gespielt. Was zum Teufel ist Vox Static? Ich weiß das natürlich total. Ich habe das total im Kopf. Das heißt, der Command Reroll und auch das New Order Stratagem, also das Stratagem, wo man nochmal eine Karte neu ziehen darf bei Tacticals, kostet 2 CP statt einem. Okay. Keine Ahnung. Macht halt. Kann man machen. Ja, von mir aus. Priority Targets ist die Mission, wo man am Ende des Spiels für jeden Marker nochmal 5 Punkte kriegt. Während des Spiels immer nur bis maximal 10. Führt häufig dazu, dass es keinen großen Primärunterschied gibt. Das heißt, beide stehen irgendwie so auf 2 Markern, beide machen 10. Wenn jemand den dritten Marker hat, ist das egal. Und am Ende kriegt man immer noch mal 5 bis 10, teilweise 15 Punkte hinterhergeschmissen, selbst wenn man dem Gegner irgendwie zweimal den zweiten Marker weggenommen hat und ihn auf 5er Runden gedrückt hat, wenn man dadurch so viel Ressourcen verschwendet hat, also einsetzen dafür musste, dass man am Ende nicht mehr genug hat, um den Gegner an der 15er Runde zu hindern und man selber nur eine 5er oder so macht, dann ja, hat es auch nichts gemacht. Also Priority Targets ist eine Mission, die sehr nah von den Primärpunkten immer ist. Vox Static reinzumachen, um sozusagen es nochmal schwieriger machen, Karten zu ziehen. Keine Ahnung. Okay, kann man machen. Also ich würde jetzt denken eigentlich, vielleicht will man da lieber den Leuten auch nochmal Kartenpunkte hinterher schmeißen. Damit, weil ich meine, die New Order Strategy macht es ja eigentlich weniger zufällig, welche Karten man zieht. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich diese Folie nie machen dürfen, weil ich finde aktuell die Missionen einfach nur noch. Also ich will neue Missionen, Leute. Bitte, bitte neue Missionen für die Intuitionen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Danach spielen wir Supply Drop. Ja, okay. Und dann spielen wir Scorched Earth. Und tatsächlich Ritual mit Scrammer Fields ist eine GW-Mission. Also die Kombination wird von GW empfohlen. Bin ich auch überhaupt kein Fan von. Leute, bitte hört auf damit. Scrambler Fields sagt nämlich, The Ritual ist okay, aber Scrambler Fields sagt, man darf nicht auf Marker schocken. Also, beziehungsweise nicht aus der Reserve auf Markern Setupen aufgestellt werden. Und das klar, ist für manche Matchups ein nettes Gimmick. Für die Großzahl der Matchups ist es, ach so, ja, habe ich vergessen. Ja, okay. War das jetzt wichtig? Ja, keine Ahnung, habe ich auch nicht dran gedacht. Dann hätte ich auch mit meinen Supreme Hawks nicht draufstehen können, während du mit deinen Grey Knights draufstehst, bla bla bla. Aber für dann ein Teil der Matchups, also für den einen ist es total lustig, die haben so 5% mehr Spaß in ihrem Spiel. Für die anderen 80% ist es so, ja, okay, haben wir vergessen, war eh egal. Und für die, dann gibt es nochmal 10% der Matchups und da spielt irgendwer Dämonen, genau, ich habe es gerade gesagt, Dämonen, GSC, hier, spielt jemand Dämonen, spielt jemand GSC, spielt jemand Grey Knight, spielt jemand, was haben wir denn noch, Wachen, die durch die Gegend teleportieren? Keine Ahnung, Deathwatch oder irgendwelche Armeen, die halt als Gimmick haben, ich darf mich rumteleportieren und die dürfen plötzlich nicht auf Marker. Die können den Marker nicht wegnehmen, die sind plötzlich durch einen Marker ausgescreent, vor allem man kann die Marker selber legen. Nein, brauchen wir nicht. Ja, Hypercrypt, natürlich, danke Leute. Klar, Hypercrypt. Keine Ahnung, brauchen wir nicht. Ich finde 40k, wir müssen, also Chaos Balancing ist okay, aber wir müssen das nicht chaotischer machen auf unseren Turnieren. Ja, okay. Ich kann immer darüber sehr viel renten, aber ansonsten, wir werden das wahrscheinlich bald nicht mehr haben. Ansonsten, sehr interessantes Kombination bei den anderen Sachen. Ich finde es auch cool, dass sich da Mühe geben wird, also zum Beispiel Sweep and Clear mit Purge Foe zu kombinieren. Finde ich irgendwie cool. Hätte ich gewünscht, GW hätte das einfach schon vor 8 Monaten in ihr Tournament Pack geschrieben und dann würden wir es einfach die ganze Zeit so spielen. Genau. Ja, aber wenn ihr spielt, Leute, regt euch nicht mehr darüber auf. Ihr könnt auch einfach Glück haben und es spielt in eurem Matchup keine Rolle oder so.
Naja, wo ihr jetzt nicht mehr Glück haben müsst, ist bei dem Placing. Das finde ich sehr cool. Letztes Jahr war ich auch ein großer Kritiker davon, dass auf manchen Turnieren, unter anderem in Fireback, Opponent Win Percentage als zweiter Tiebreaker benutzt hat, wurde fürs Placing. Ich bin sehr froh, diesmal wurde das dafür, wurde sich entschieden, Battle Points zu nehmen. Also die Punkte, die ihr in den Spielen macht, entscheiden am Ende darüber, wie euer Placing ist im Bracket. Was heißt im Bracket? Also in dem Win-Bracket, also wenn ihr am Ende, ihr habt 4 Siege und 2 Niederlagen gemacht, dann wird entschieden, ob ihr, keine Ahnung, was ist das dann? Wahrscheinlich so ein 30. Ihr seid 30. wenn ihr ganz viele Punkte in euren einzelnen Spielen gesammelt habt. Wahrscheinlich seid ihr eher so 60. wenn ihr eben eher weniger Punkte gesammelt habt. Und das ist nicht einfach nur fair, weil es in eurer Hand lag, wie ihr diese Punkte in euren Spielen gemacht hattet. Und das lohnt auch, es gibt einfach einen Anreiz, auch seine Punkte in den Spielen zu holen und zu kämpfen. Sehr schön, dass sozusagen da so eine Änderung gibt und dass wir so ein bisschen auch ein bisschen näher zusammenkommen. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hatten wir, ach so, genau, ja, in Erkelenz hatten wir das zuletzt. Ich sollte da nicht drüber reden, Leute. Macht, was ihr wollt. Ich darf gar nicht drüber reden. Es gibt Vor- und Nachteile von beiden Systemen. Wenn ihr da mal länger was drüber hören wollt, habt da mal mehrere Seiten im Discord zugeschrieben bei Target Priority. Keine Diskussion über Placings. Wir schauen uns an, was wird für Gelände gespielt. Es gibt zwei verschiedene Layouts, die tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Einerseits haben wir das auf GW-Layout basierte Battleground Tabletop Layout, also es ist quasi die Grundzüge von dem GW-Layout plus dem Gelände, was Battleground Tabletop produziert, seines Zeichens Benny von Target Priority. Auf der anderen Seite sehen wir das Dutch Tabletop Terrain, was im Prinzip das Folgegelände von dem Alliance Open Alliance Armory Gelände aus den Niederlanden ist, was wir von früheren Jahren kennen, und ich glaube, letztes Jahr war es auch schon Dutch Tabletop Terrain, was da wichtig ist, sind gleichschenkliche Ruinen, also die Ruinenwände sind immer entweder in beide Richtungen 6 Zoll oder in beide Richtungen 5 Zoll weiter, während quasi bei dem Battleground Tabletop das mehrheitlich wie bei WTC ist, also es gibt immer eine lange Seite bei den Ruinen. Was ist noch wichtig? Das Wichtigste ist hier, das Dutch Tabletop Terrain ist, Layout ist unglaublich voll. Und man hat tatsächlich auf diesem Layout noch relativ gute Laufwege. Hier wird es richtig schwierig, irgendwo durchzufahren, wenn man nicht die richtige Größe hat. Ich hoffe, ihr habt euch alle vor der Mailinglistenabgabe genau angeschaut. Euch angeschaut, wo ihr durchkommt, weil auf der linken Seite, auf diesem Layout von Dutch Tabletop Terrain, ist es auf jeden Fall ein ganzes Stück schwieriger. Dafür sind auf jeden Fall Nahkampfarmeen ein bisschen im Vorteil, und das ist auch ändert auch immer ein bisschen wieder das Meta. Ich finde, das führt ein bisschen dazu. Also meine Analyse, die ich jetzt sozusagen der Woche mit meinen Spielern dazu gekommen bin, die auf das Turnier fahren, ist, dass wir eigentlich gewappnet sein müssen auf beides. Also du kannst nicht eine reine Nahkampfarmee spielen und sagen, ey, ich komme einfach immer. Also ich finde das Layout eigentlich das prägnanteste hier. Auf der linken Seite sehen wir nämlich, wir sehen, man hat im Prinzip 4 Ruinen mit großen Bases, deren Bases sich teilweise komplett überlappen, also wo sich die Winkel sozusagen geschlossen werden, die einem zugewandt sind, hinter denen man sich perfekt verstecken kann und auf Markern stehen. Und von da aus Staging sind auf den gegnerischen Marker. Aber auf der anderen Ruine, auf dem anderen Layout ist das nicht so. Auf dem anderen Layout können wir froh sein, wenn wir unseren Marker halten und nicht vom Gegner gesehen werden. Heißt meiner Meinung nach, am Ende werden die Armeen am erfolgreichsten sein, die grundsätzlich sagen, ach so, Layouts, ja, ist mir gar nicht so wichtig. Ich bin flexibel, ich kann durch die ganze Karte springen, fliegen, kann durch Ruinen laufen und so weiter. Und teilweise auch ein bisschen die Armeen, die Personen, die ein bisschen Paarungsglück haben werden. Also, ich sag mal, wenn du Kursole spielst und du spielst halt
keine Ahnung, im Custodes Mirror auf der linken, auf der rechten Seite und gegen die Beschussarmee dann auf der linken Seite, auf dem vollen Map, dann ist das halt so, dann ist das ein bisschen Glück, das übrigens auch komplett dazugehört und bitte ich auch Leute, ärgert euch selber nicht, wenn ihr sozusagen den Tisch bekommt, der ein bisschen schlechter für euch ist, und ärgert euch vor allem auch nicht oder seid nicht sozusagen ungönnerhaft, wenn irgendwie euer Gegner oder vor allem auch sozusagen die am Nebentisch irgendwas vorteilhaft zu denen kriegen. Das gehört zum gewissen Grad immer dazu und auch auf, also man 40k-Turnierspiel ist auch immer ein gewisses, sozusagen, man braucht eine Konsistenz, braucht ein bisschen Glück und irgendwann wird das Glück auch einem zugute fallen. Ihr seht im Chat, genau, man kann auch ganz anderer Meinung sein, deswegen, sorry, ich halte das auch komplett wieder raus, Diskussion über Pairings. Ich will einfach nochmal hervorheben, dass ich finde sehr cool, dass dich das Team Firebug, man sieht, die machen sich richtig viele Gedanken, wie sie quasi das meiste aus den jetzigen Missionen rausholen kann. Und teilweise kann das sozusagen nicht perfekt für euch sein oder auch nicht für meine Ansicht, aber weil man es am Ende muss sozusagen der TO wissen, was das Beste für die Spieler ist und dann auch die Spieler hören. Und wir können halt nur hoffen, dass einfach GW ein bisschen mehr macht. Da macht. Steezy fragt, warum gibt es zwei Layouts? Das ist eine gute Frage. Kann ich selber nicht ich habe da selber keine Informationen zu. Ich kann nur so ein bisschen spekulieren. Also einerseits ist natürlich immer die Sache, man kann sagen, man möchte gerne eine höhere Varianz haben, man möchte es irgendwie interessanter gestalten. Das wurde zum Beispiel letztes Jahr beim Hanseatic Alliance Open so gesagt. Die haben explizit gewollt, dass sie mehrere verschiedene Layouts hatten. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn man gleichzeitig nicht dafür sorgt, dass alle Layouts eigentlich sozusagen so, ich sag mal, die ähnliche Dichte haben. Also es ist okay, wenn sozusagen einmal links die Flanke eigentlich die ist, die sozusagen zuer ist, und mal rechts die Flanke ist, die man mehr zu ist, aber ich finde, es sollte quasi immer ähnlich viel zu sein oder so. Das fände ich persönlich besser. Aber das ist sozusagen erstmal so ein sozusagen ganz egoistischer, spielerischer Aspekt, auch so rein so aus der Spielerperspektive. Aber es gibt ganz andere Gründe. Verfügbarkeit des Geländes, also das ist ein 160-Personen-Turnier, wir brauchen ja 80 Plattenleute und das sollen dann quasi 80 identische sein. Also ich finde ja auch schon ein enormer Standard, den wir hier haben. Leute, das sind 80 mal die gleichen Tische oder jetzt 40 mal diese gleichen Tische. Und ein anderer Grund ist natürlich auch, hier werden im Grunde am Ende des Tages auch Geländelayouts präsentiert. Also das Battleground Tabletop-Gelände könnt ihr kaufen. Und bitte, kauft das. Das ist ein richtig geiles Gelände und es ist richtig cool, was Benny da macht. Wenn das auf dem Turnier gespielt wird, ist es auch andere Impulse. Und das Gleiche gilt für das Dutch Tabletop Terrain. Das ist auch ein hervorragendes Gelände. Kann ich wirklich super empfehlen. Beide Geländesachen könnte ich hervorragend stapeln. Ich unterstelle hier niemand, also sozusagen, so, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich sage einfach nur, es gibt ganz verschiedene Gründe, warum man, also logistische, keine Ahnung, werbetechnische und ja, dann auch spielerische, warum man mehrere Layouts spielt. Okay. Genau, hier noch, also spielerisch auch zum Beispiel auch, manchmal wird sich gewünscht, dass man nicht eindimensionale Listen bauen kann. Es gibt immer wieder sozusagen auch die Befürchtung, dass wenn man zum Beispiel ein Layout hat, dass dann nachher irgendwie gerade so, weiß ich nicht, 20 Top-Spieler kommen und die haben dann irgendwie das Gelände figured out, also irgendwie sozusagen genau die eine Liste, die am besten ist. Und das will man dann eben nicht haben. Ich finde es immer, also dadurch, dass das Meta sich so schnell wechselt und auch wir so viele, auch auf Top-Spieler-Ebene, so viele verschiedene Armeen tatsächlich immer sehen, finde ich den Grund tatsächlich heutzutage einfach nicht mehr relevant, aber in früheren Editionen war es tatsächlich mal ein bisschen stagnierender, sage ich mal, was die Armeen angeht. So, ich muss mal, während ihr schon mal auf die Armeeverteilung starren könnt, muss ich ein bisschen Bonbon-Lutschen ASMR machen.
So, das ist die Armeeverteilung vom Fireback Open 2024. Wir sehen einen Haufen Space Marines, 27 an der Stück von 160. Wir sehen viele Necrons, wir sehen viele Custodes, Death Guard. Und tatsächlich, wir sehen auch immer noch viele Chaos Space Marines. Könnte denken, die wurden noch genervt, aber ich meine, wir haben zwei Major-Siege von Chaos Space Marines. Also, es könnten eigentlich auch mehr sein. Wir haben einige Andrukari. Das freut mich sehr. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, immer ein ganzes Stück mehr Andrukari, als wir bei den letzten Majors haben. Also wie gesagt, da ist auch nochmal der, ich sag mal, bei Dukari vor allem der Einspiel-Lag am Start, glaube ich. Wir sehen immer noch viele Orks. Wir sehen nicht ganz so viele Chaos Knights, wie wir auf den letzten Turnieren gesehen haben. Das muss man sagen. Und ja, also Space Marines sehen wir immer viel. Und wenn wir uns jetzt unsere Einschätzung anschauen, die Arne, Maite und ich hatten, haben wir quasi eine klare Überrepräsentation von Space Marines, aber das ist halt immer so. Aber tatsächlich auch von Necrons und Custodes. Also ich glaube nicht, dass wir so viele Necrons und Custodes am Ende oben sehen werden. Es sei denn, die Maps sind glücklich für sie. Ja, und da können wir natürlich gar nichts zu sagen. Dann haben wir hier netterweise übrigens diese Grafiken bereitgestellt von Zweischneid vom Team Fireback. Auch nochmal die Aufsplittung der Space Marines und der Necrons Detachments. Wir sehen hier interessanterweise eine komplette, also ganz, ganz starker Fokus auf Iron Storm Spearhead. Wir sprechen auch jede Woche, glaube ich, darüber, dass Iron Storm Spearhead ein super starkes Detachment ist. Wir sehen aber auch Sons of Sanguinius jetzt schon fast als zweitstärkstes Detachment bei den Space Marines, also der Buff hat sich richtig bemerkt gemacht. Und wir sehen vier Gladius Strike Force. Zu den anderen Detachments kann ich nicht wirklich was sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer hier Inner Cycles Task Force spielt. Das wäre dann, glaube ich, das erste große Turnier, wo auch die neuen Dark Angels erlaubt sind. Ja. Dann noch bei den Necrons haben wir auch eine Aufteilung. Da sehen wir einmal neun Hypercrypt Legion und einmal 8 Canoptic, also wirklich fast identisch viele, fast gleich viele Necron-Detachments am Start. Ich glaube, das Spiel geht auch richtig wieder, also man kann im Prinzip eins von den beiden Sachen spielen. Ist ein bisschen Spielstilfrage. Wir haben schon mehrfach jetzt Hypercrypt Legion gehypt, aber wir haben halt auch schon enorme Erfolge von Canoptic Court gesehen und was ich aber auch gesehen habe, ich habe halt auch schon totale Fehlschläge spielerischerseits von Hypercrypt gesehen. Von daher finde ich es auch total fair, dass wir da eine 50-50, quasi 50-50-Verteilung haben. Genau, vielen Dank an Zweischneid für die eine sehr, sehr schicke Aufteilung. Jetzt habe ich euch mal herausgesucht ein paar wie soll ich das sagen? Also es wurden sich von euch schon mehrfach gewünscht, einen Fokus auf die viel vertretenen Armeen zu machen. Und ich habe es auch schon in der Anmoderation gesagt gehabt. Ich werde heute euch keinen tiefgreifenden Blick in die Favoriten geben. Dafür ist immer Maite zuständig. Der hat den besten Blick auf die deutsche Topspielerlandschaft. Und stattdessen bringe ich euch einen Überblick über die Armeen oder die Top-Armeen der vielvertretenen, der meistvertretenen Armeen. Also wir fangen nämlich deswegen an bei den Space Marines. Die sind 12-mal vertreten und wir haben jemanden, den kennen wir schon von den German Finals, ist ja quasi der OG, der Gründer und vor allem der Popularisierer dieser Armee. Wir haben ganz viel von ihm gespielt gesehen, von Kevin Zöllinger. Hier jetzt in Deutschland unter Kings of the Hill, ja, als Ehrenmitglied oder irgendwie so unterwegs und spielt Black Templar Iron Storm. Keine Überraschung. Und wir schauen mal, was seine neueste Variante davon ist, weil die hat sich ein bisschen gewandelt. Wir sehen weiterhin drei Predator, weiterhin drei Reaper. Wir sehen
drei Predator Destructor. Und wir sehen ein Black Templar Repulsor Executioner. Das ist der ganz große, der er noch transportieren kann. Und wir sehen einen Ballistus Dreadnought. Ja, und drei Rhinos. Das heißt, wir haben einen Transporter weniger, wir haben ein bisschen weniger Crusader. Übrigens, die drei Tech Marines, die haben alle die Enhancement, die ihr schon, kanntet. Also Advanced, Fallback, Shoot, Charge, Blank und so weiter. Wir sehen aber nur noch einen Scout Squad. Also wir sehen weniger Kleinzeug, mehr Gewalt. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Repulsor Executioner ein bisschen besser in den teilweise erwarteten Mirrors ist, weil der Executioner hat ja eine ziemlich dicke Wumme und kann sehr gut Fahrzeuge aufschießen. Genau das weiß ich aber auch nicht. Und wenn ihr das wisst, könnt ihr es gerne in den Chat schreiben. Aber wir sehen hier auf jeden Fall auch, Kevin kommt weiterhin genau mit Black Templar, Iron Storm und ganz viele andere auch. Und ist ein Zeichen dafür, dass diese Liste genau weiterhin ins Meta gehört. Ob die am Ende, also das ist das erste Zeichen, das zweite Zeichen, was wir jetzt gesehen müssen, das sehen wir erst am Wochenende, ob er damit auch Erfolg haben wird. Wird er damit so erfolgreich sein im neuen Meta, weil wir haben bisher, außer Adrian, der, glaube ich, sein bestes Ergebnis war 4-1, was sehr gut ist, aber quasi noch ein Einzelergebnis, sehr wenig Black Templar Iron Storm gesehen. Und jetzt bin ich gespannt, wie das ja jetzt sich beim Firebug dann niederschlägt. So, dann haben wir als nächstes, ich habe hier einmal zwei Necron-Listen für euch. Das sind beides Hypercrypt-Listen, weil die Carnaptic-Listen haben wir im Prinzip auch schon durchexerziert und Valentin, glaube ich, uns genau gezeigt, was damit geht und die bestmögliche Performance damit hingelegt. Wir haben als allererstes haben wir die von Sebastian. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist das im Prinzip genau die Liste, mit der 5-0 in Erkennens gegangen ist. Der Silent King und drei Monolithen. Ich hatte sie mal als Meme-Liste bezeichnet und Leute, das ist keine Meme-Liste mehr, wenn man damit 5-0 geht und nicht, wenn man die zum zweiten Major bringt. Und ich finde es richtig geil, dass Sebastian das macht. Und ich glaube, dass er damit richtig weit kommen wird. Also Leute, also wenn ihr euch jetzt den einen Mono gekauft habt, dann könnt ihr euch auch noch den zweiten und den dritten kaufen. Und den Silent King, den habt ihr wahrscheinlich aus der neunten Edition eh noch. Also das ist mega geil, dass das eine Liste ist. Und ja, das schießt einfach auch gut und hat genug Einheiten zum Scoren. Das sind übrigens hier 5er Einheiten bei den Mortis. So, also die Liste kennen wir im Prinzip schon auch. Kann sein, dass ihr jetzt irgendwelche Details übersehen habt. Kannst mich gerne korrigieren, Sebastian. Aber ich wollte eigentlich zu der anderen Liste gehen, nämlich die von Prinz Peters. Der hatte zuletzt sich mit Chaos-Dämonen versucht. Jetzt bringt er Necrons. Wir haben ihn auch schon sehr erfolgreich mit Necrons und Grey Knights und vor allem so mit vielen großen Modellen, die immer sehr stark die Materialschlacht forcieren, gesehen. Deswegen finde ich Fritz da immer einen guten Experten, um zu schauen, was geht. Und der bringt eine ähnliche Liste, aber auch eine andere Liste. Also der bringt einen Silent King und nur einen Mono. Aber wir haben schon mal diese Kombination. Und dann bringt er aber mehr Fahrzeuge, die schießen, und zwar zwei Doomsday Arcs. Die sind ja super langsam. Aber die können ja teleportieren. Und dann auch nochmal krass schießen. Hier sind zweimal 10 Immortals am Start. Das heißt, wir haben eher so eine Immortals-Anzahl oder auch so ein Immortal-Spiel, wie wir das bei der EWO-Liste gesehen haben. Übrigens, die EWO-Liste könnt ihr immer noch. Und da ist mindestens schon mal ein Mono drin, bei Games Island in den Turnier-Bundles von uns erstehen. Und hier sehen wir auch Chronomancer drin. Das heißt, die Mortals, die wollen auch durch die Gegend rennen. Während wir bei Sebastian, der übrigens genau dieselbe Liste spielt wie in Erkennens, hat er mir gerade gesagt, vielen Dank, die Mortals komplett ohne irgendwelchen Extra-Zeug spielt. Die laufen als Fünfer-Trupp rum. Bei Fritz sehen wir hier Zehner-Trupps, die auch mit Buff-Charakteren kommen. Wir sehen einen Reanimator, wir sehen Scarabs. Wir sehen zweimal Locust Destroyer und zweimal Locust Heavy Destroyer am Start. Und das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch kleinere Einheiten. Oh Gott, vielleicht ist es eine große Einheit. Hat mal jemand die... Mal kurz das aufmachen. Oh Gott, ich muss aber auch gleich hier nach aufhören. Oh. Ich gucke jetzt mal, ich mache jetzt noch die Listen durch. Fritz hat. Genau, das sind nur eine Einheiten.
Also man hat nämlich auch mal gesehen, dass man große Locus-Einheiten gespielt hat mit Hierarchid, aber er spielt nur kleine einzelne Einheiten. So, das sind die Necron-Listen, an denen ihr euch orientieren könnt. Und dann habe ich als nächstes hier Custodes. Genau. Und zwar die von Christian Schachmann. Wir haben auch, was ich sagen muss, also wir haben zum Beispiel auch Pascal Haberstroh, der jetzt auch mehrere, der ist auch wieder beim Euro Trash und auch die Majors mit Custodes gespielt hat und hervorragend damit performt hat. Ich dachte, wir machen aber mal hier Christians Liste. Christian hat tatsächlich, wenn man sich das anguckt, ein besseres Major-Ergebnis hingelegt. Er hat nämlich, ist nämlich 6-0 gegangen in Bremen letztes Jahr. Das hat Pascal bisher noch nicht geschafft. Und deswegen wollte ich mal schauen, was bringt hier Chris an den Start. Der bringt 2 Blade Champions, 3ern, 3-mal Guards, 3-mal Prosecutors und 3-mal Alarus Custodians am Start. Und das bei den Alarus finde ich sehr interessant. Und da muss man mal den Fokus draufsetzen. Das sind nämlich nicht einfach nur so 2er-Einheiten, sondern das sind 2 5er und 2 5er-Einheiten in der 2er-Einheit. Also es sind 12 Alarus Custodians und die haben einfach mal 4 Leben. Die sind richtig gut gegen die ganzen Schaden. 3 Waffen, die ihr jetzt alle einpackt, um Custodes zu töten. Und die können durch die Gegend teleportieren, sie plötzlich auch noch schnell. Mir gibt es noch eine Frage zu den Necrons. Warum ist der Silent King so beliebt? Ja, der Silent King bringt Assassination und Bring It Down-Punkte ab, aber man muss ihn auch erstmal dafür töten und dann kann man auch sagen, der Silent King bewegt sich einfach nicht und dann muss der Gegner zu dir kommen und dann hast du schon mal mit Secondary-Punkten richtig hinten und er schießt indirekt. Genau. Das war so eine Necrons-Nummer, aber also das ist eine 12 Alarus-Custodian-Liste. Sehr stark gegen Necrons, gegen alle Sachen, die gesagt haben, ich bringe 3 Schadenwaffen rein, um Custodes zu töten und prallen dagegen ein bisschen ab. Während Sebastian viel auf diesen vollen Tischen von Dutch Tabletop Terrain spielt, wird er, glaube ich, sehr gut performen. Auch allgemein stehen, glaube ich, seine Chancen sehr gut. Also hier haben wir nochmal ein bisschen was anderes an den Custodes, als was wir vorher gesehen haben. Dann, hier war nichts besonders Neues, aber ich wollte es auch nochmal auf dem Stream haben. Grisha bleibt weiterhin bei seiner Death Guard und spielt weiterhin Typhus mit einem großen Einheit Terminatoren, spielt weiterhin 4-mal Black Marines mit den 4 Charakteren, 2 Rhinos, 2 Black Boss Crawler, Nürgelinge übrigens. Liste haben, kennen wir. Ich glaube ziemlich genau diese Liste. Ich glaube ohne die Terminatoren. Ich habe sie auf dem Schirm. Aber quasi eine sehr, sehr gute Death Guard-Liste. Könnt ihr auch bei Games Island immer noch als unserem Bundle stehen. Also wir sehen hier State of the Art. Bei den Death Guard hat sich nicht viel geändert. Und hier finde ich zum Beispiel, haben wir mit Grisha eine Liste, die sehr flexibel ist. Und die, glaube ich, auf beiden Layouts sehr gerne spielt. Also sowohl auf dem Zoom als auch auf dem offenen. Ob die mit, wie gut die am Ende gegen 3 Monolithen ist oder gegen die ganzen Fahrzeuge von Kevin, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir noch hier einen weiteren Österreicher, der angereist ist. Den hatten wir ja zuletzt als den Sieger der Austrian Championship hier auf dem Livestream. Und der bringt seine Leagues of Wotan mit, den er auch gewonnen hat. 2 eine Champion, 1 Karl. 20 Warrior, 5 Sagis, 2-mal Berserker, 1-mal Hearthguard und 3-mal Pioneers. Mal kurz. Schauen, wie viele Pioniere er jetzt dabei hat. Genau, er hat noch 15. Ist dann, glaube ich, sogar fast genau die Liste, außer dass er nur 2 Champions und 1 Karl hat, als die wir schon auf dem Stream hatten. Finde ich eine sehr starke Liste, kann, glaube ich, gegen
all das hier oben bestehen, hat richtig viel Schaden, würde sich aber, glaube ich, gerne eigentlich mehr Nicht-Fahrzeuge wünschen. Also vielleicht eher gegen die Custodes. Ach, die Custodes, die haben auch Widerstand 7. Vielleicht gegen die Custodes? Ja. Gegen die Custodes, glaube ich, ist das gut. Eher so gegen Fritz' Liste als gegen die Liste von Sebastian. Wobei, wenn die gegen Sebastians Liste anfängt, dann schießt auch die ganze Armee auf die Monolithen. Ja, keine Thunderkin, aber tatsächlich, Thunderkin sind nicht viel gespielt akut auf dem Top-Niveau, weil die nicht teleportieren können, die müssen immer über die Reserve kommen. Die haben nur 18 Zoll Reichweite, man kann sie flanken. Und wenn du nicht auf nicht-fahrzeugische Sachen schießt, bist du ganz schnell beim Schaden runter. Deswegen spielen am Ende alle die teleportierenden oder schockenden Hearthguard, die meistens auch Rapid Ingressen und quasi ganz viele Sachen, die mobil sind, in Transporter können, scouten können und so weiter. Und Thunderkin können halt einfach nicht, die können halt nicht in Transporter, die können nicht schocken, die sind nicht schnell und die schießen auch nicht weit. Greta fragt, wie sind denn den zweiten Champion? Einige präferieren jetzt tatsächlich die Champions über den Karl. Weiß ich gerade gar nicht genau, warum hier. Ich glaube, die Champions laufen alleine rum. Genau, die Champions, die laufen einfach alleine rum. Ich glaube, die können auch in den Sagi Tower mit den Kriegern. Ich bin mir da ganz nicht sicher. Aber die können einfach alleine rumlaufen und irgendwen erschlagen. Und du hast dann einfach nochmal mehr Einheiten. Das ist ein Warboss. Das ist ein kleiner Warboss. Und last but not least, wir haben hier für euch nochmal die Tukari-Liste, Tukari auch neunmal vertreten. Endlich kommen sie hoch. Wir haben gesehen, sie sind richtig gut auf den ATTs. Und wir haben hier unseren Best Infection Tukari von letztem Jahr, Konstantin Schmucker, der von den Pathfinder Dortmund jetzt endlich mit Tukari, sag ich mal, in voller Stärke am Start ist, man richtige Regeln an der Hand hat. Und der bringt folgende Liste zum Feuerwerk. 3 Archons und 3-mal Inkubi. Und ich muss mal kurz gucken, wie viele groß die Inkubi-Einheiten waren. Eine 10er und 2 5er, ja, das finde ich sehr attraktiv. Die sind dann einmal von den 10, beziehungsweise 11 Modelle sind an einem der Raider. Dann haben wir einmal Witches, da ist mit Lilith, geht um den zweiten Raider. Dann haben wir 2-mal Cavalier-Droyer, die teilen sich dann über die Venoms auf. Kann man auch wieder Inkubi einsteigen lassen. Wir haben 2-mal Mandrax, wir haben 1 Ravager und wir haben 2-mal Scourges. Und natürlich den Kronos, der, wie gesagt, die Pain-Tokens verdoppelt. Wir haben hier nicht Rasa, aber wir haben noch einen Beastmaster. Alles im Ende finde ich die Liste sehr gut für dieses Gelände. Ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr Nahkampf vorstellen können. Das passt schon. Also wir haben bei den Scourges übrigens halb-halb, also einmal Lanzen, einmal Haywire. Das sollte genug sein, um so den Gegner gezielt 1 bis 2 Fahrzeuge zu zerstören. Also du kannst genau das Rhino snipen und dann kannst du genau hingehen mit deinem Nahkampf und die Sachen da töten. Hat super viele Einheiten, diese Liste ist super flexibel. Ist, glaube ich, genau das, was ich meine mit, das ist eine flexible Armee, die kann sehr gut auf dem Gelände performen. Ja, also ich finde, Daniel, wir haben Dukari im S-Tier gerankt. Was, S-Tier oder A-Tier? Auf jeden Fall sehr weit oben und ich finde Dukari super stark gerade. Und wenn ich nicht jemand übersehen habe, was natürlich sein kann, wie gesagt, nicht so viel Energie, alles durchzufurchen und Malte haben wir heute nicht hier. Aber ich glaube, Konstantin ist der beste Dukari-Spieler vor Ort. Und Dukari können richtig weit kommen. Ich hätte natürlich auch Mario Barkeeper reinnehmen können, aber ich wollte lieber mal den eingespielten Dukari als den ständigen Armeewechsler und der und TO und Coach beschäftigten Mario reinnehmen. Genau. Conny hat auch lange gut gewartet. So sieht's aus. Damit sind wir durch die Fraktionen noch nicht ganz durch. Ich habe noch mal einen letzten, nämlich auch Orks sind 9-mal vertreten. Orks sind ein ganzes Stück abgefallen, haben es nicht gut weggemacht im
gar nicht direkt so im Balanced Data Slate, aber in dem Meta, was sich daraus entwickelt hat. Vorher noch viele Orks, auch viele Topspieler mit Orks. Roman Kleibär, unser Best-Faction-Ork von letztem Jahr, bringt trotzdem die Orks, sagt, nein, ich fahr natürlich mit Orks auf Major, ich will mir meine Punkte holen fürs Best-Faction-Ranking. Finde ich sehr gut. Der sagt sich, ich bringe mal mehr Schaden mit. So ist zumindest die Ansage von ihm. Er hat Nobs dabei mit einem Warboss, er hat Mega-Nobs mit einem Warboss in Mega-Armor dabei. Das ist tatsächlich auch ein voller Trupp. Also die Mega-Nobs, man kann davon, man kann 5 Mega-Nobs spielen und dann kann man gerade, dann passt man immer noch mit dem Warboss in den Truck. Man kann 10 Nobs spielen und dann passt man auch noch mit dem Warboss in einen Truck. Dann haben wir auch nochmal die Flash-Kids. Das heißt, er hat 2 so richtige Bricks. Er hat 2x große Einheiten Skillcock Boys, beide auch mit einem Nob, damit die auch Schaden machen. Und er hat kleine Stormboys-Einheiten, bisschen Gretchens und Mordsrock dabei. Und ja, das ist im Prinzip, also warte, das sind 1, 2, 3, 4 Schadenseinheiten. Plus die Flashkits, die so eine gemixte Einheit sind. 5 Schadenseinheiten und die wollen rauf. Ja, vielen Dank, Daniel. Wir kommen nämlich jetzt auch zum Ende. Also ich bin gespannt, womit Roman hiermit am Ende abschneidet. Ich würde sagen, bis also ganz, ganz, ganz weit nach oben kommt er damit nicht. Dafür haben die Orks dann doch, glaube ich, im aktuellen Meta schwer. Aber ich kann mir in den 5-1, wenn es gut läuft, doch noch denken. Das werden wir uns auf jeden Fall nächste Woche anschauen. Ich habe jetzt noch zuletzt hier einmal für euch meine Top-Favoriten, die ich denke, die größten Chancen haben, weit zu kommen. Ich werde es auch nicht viel diskutieren. Ich glaube, Pascal ist einfach super eingespielt mit den Custodes. Ich glaube, die Tische sind sehr gut für die Custodes. Und deswegen, und ich glaube auch, die Custodes haben in der Hand von den richtigen Spielern die Möglichkeit, das zu machen. Und ich sehe außerdem einige, ich sag mal, Konter auch nicht durch Top-Spieler besetzt. Kann sein, dass ich da einige übersehe. Wir hatten zuletzt auch, zum Beispiel bei den Majors, jetzt im glaube ich, kann ich so sagen, unter der Fahne von dem Zugzwang-Team Neulinge in der analogen 40k-Szene in Deutschland, die ganz weit nach oben gekommen sind. Und das kann auch immer wieder passieren, dass dann da jemand kommt. Also zum Beispiel Defguard ist gut gegen Custodes, kann ihn raushauen. Ich meine, wir haben auch Griecher am Start, der kann ihn auch raushauen. Aber ich weiß nicht, ob ja, ich würde einfach bei Haber schon ein bisschen bessere Chancen. Dann haben wir Manuel Wayand, der auf Grey Knights ist. Es ist nicht ganz die Grey Knight-Liste von Malte, die so richtig viel Schaden macht. Er hat, glaube ich, nur 5 Nemesis Dreadknights drin, was ich für ein bisschen teuflisch halte. Aber er hat jetzt damit schon das ATT 3-0 gespielt. Er springt die ganze Zeit von Liste zu Liste und spielt sie dann richtig stark und hat einfach, wir hatten es ja uns letzten angeguckt, er ist der Major Laser, er war der auf allen 3 Majors war im Februar und hat am besten von allen performt, hat, ich glaube, 1 Spiel oder 1,5 Spiele abgegeben. Deswegen sehe ich Manuel richtig weit oben da. Übrigens, viele Niederländer sind auch da, die habe ich wahrscheinlich alle nicht auf dem Schirm. Ruud Janssen, vielleicht waren noch deren Listen noch gar nicht drin, weiß ich gar nicht. Justin, sehen wir gar keine Liste. Haben die kein BCP dort? Die haben wohl kein BCP oder sind nicht. Doch, Root habe ich da mit Sisters. Ja, Sisters, nee, sehe ich nicht. Ja, okay. Die Niederländer, weiß ich nicht. Ja, Dustin. Dustin kommt mit auch der Trivial Mono-Liste. Sehe ich persönlich nicht auf den Tischen. Sehe ich nicht. Aber deswegen sind das ja auch Freds Favoriten. Und wenn ihr meines Favoriten wissen wollt, könntet ihr euch jetzt im Chat lesen.
Als letzten beiden Favoriten würde ich noch persönlich Peter und Kevin draufpacken. Ich glaube, Peter hat mit seinen Futern schon gezeigt, was er damit kann. Und Kevin mit seinen Einstorm-Listen bringt eine neue Variante ist, glaube ich, sehr stark damit unterwegs. Ja, gibt wahrscheinlich noch einige Honorable Mentions und Flojo, war deine Liste vorhin schon drauf? Oh, Flojo bringt Blood Angels. Das muss ich mal kurz zeigen. Flojo ist auch am Start und er bringt Blood Angels. Und das ist eigentlich perfekt. Ja, wir hatten ja eben auch so viele Blood Angels, Space Marines und damit sind wir quasi bei der mit Gladius zusammen zweitmeist vertretenen Space Marine Detachment. Das ist hier ein Sons of Granrinus Detachment von Flojo mit Captain, mit einem Captain mit Jump Pack. Lematis, Lieutenant, zweimal Sangrenische Priester und 1, 2, 3 mal Assault Intercessor. Und das sind zweimal 10er Trupps, also 25 Assault Intercessor. 15 Death Companisten, ein paar Eradicator, Scouts und nochmal Vanguard Marines. Also es sind 50 Springer. Das gefällt mir. Oh, Flo, ja. Ja, sehe ich auch. Ja, sehe ich auch. Gute Chancen, Flo. Auch schon sehr stark performt letztes Jahr in Karlsruhe. Ich werde mal Flo noch dazu packen. Und den Dusty Justy, also den Dustin Jansen. Dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Verteilung. Ich mache mal ein Ding, also Jansen mit. Damit haben wir. So, genau, das sind dann. Damit haben wir unsere Favoriten für das Firebug Open. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Leute, heute ein bisschen wieder vorauszuschauen auf das Firebug. Und wir sehen uns nächste Woche in neuer Frische. Alter Frische und schauen uns dann an, wie das Turnier gelaufen ist. Fahren ein bisschen von Malte, wie das Teamturnier war in den Niederlanden. Und wenn ihr unsere Spiele verfolgen wollt im Warhammer, schaut mal im Discord vorbei, da posten wir die auch regelmäßig. In diesem Sinne, schön, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sorry, heute kein Blick in den Discord, weil einfach ich mich schonen muss. Und danke fürs Dabeisein. Tschüss.